Ja, hiermit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einem brandneuen Let's Play-Projekt. Ihr habt es vielleicht durch den Teaser schon mitbekommen. Falls nicht, verlinke ich den jetzt auch nochmal hier oben im Video zu diesem Let's Play-Projekt mit U53. Machen wir uns auf im Zweiten Weltkrieg. Wir kommandieren ein U-Boot vom Typ 7B, das sehen wir hier unten auch schon in der Übersicht, und es ist Kriegsbeginn. Nach dem kleinen Teaser-Intro sozusagen sind wir jetzt hier im September 1939, und seit heute Morgen wurden Kriegshandlungen eröffnet. Laut Propagandadarstellungen, das kann man hier auch in der Mission nochmal kurz sehen, Berichten zufolge haben polnische Truppen den deutschen Radiosender Gleiwitz angegriffen. Das Ganze, wissen wir historisch, war natürlich nur ein Setup. Das war quasi eine schauspielerische und actionreiche Aktion, um einen Grund zu bekommen, Feindhandlungen gegen Polen zu eröffnen, um einen eigentlichen Angriffskrieg durchzuführen, der aber getarnt war als Verteidigungskrieg sozusagen. Ja, lange von Hitler geplant und ermöglicht dann letztlich die ganze Geschichte auch durch den und erleichtert vor allen Dingen durch den deutsch-sowjetischen Pakt, der bis 1941 ja dann bis zum Angriff auf die Sowjetunion auch Bestand hatte, ein Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion, eine Aufteilung der Interessenssphären Deutschlands und der Sowjetunion zur Aufteilung Polens, zur Aufteilung weiterer baltischer Staaten. Sowjetunion durfte Finnland im Winter 39 entsprechend ihrer Machtansprüche angreifen und so weiter und so fort, all die Implikationen. Wir sind allerdings U-Boot-Fahrer. Wir sind Teil der Kriegsmarine unter Admiral Dönitz, den wir hier vorne übrigens sehen, weil ich hier eine Widescreen-Mod aktiviert habe. Und diese Widescreen-Mod trägt einen recht problematischen Namen, nämlich Ahnenerbe. Nicht wundern, wenn hier am laufenden Bande überall diese Hakenkreuz-Symboliken auftauchen. Es mag atmosphärisch gemeint sein, für meinen Geschmack, das möchte ich ganz gerne an dieser Stelle schon mal sagen, ist das ein bisschen overdone, also ein bisschen too much. Sicherlich haben auf Orden wurden Hakenkreuze abgebildet und auch auf allen möglichen anderen Schriftstücken und sonstigen Memorabilia, die man da so kennt, aber in der Anordnung hier im Spiel finde ich es ein bisschen zu krass, die Allgegenwärtigkeit dieses Symbols und die Kombination mit der Benennung der Mod Ahnenerbe. Das ist schon ganz schön schwierig aus Historikersicht. Aber nun gut, es ist eine der ganz wenigen Mods, die überhaupt das Spielen des Spiels in 1920x1080p ermöglicht. Denn eigentlich ist Silent Hunter 3, das Spiel spielen wir jetzt ja nun, ein Spiel, das gar keine Widescreen-Auflösungen kennt und auch nur normale 4:3-Auflösungen ursprünglich unterstützt hat. Ein Spiel aus dem Jahre 2005. Meiner Ansicht nach möglicherweise das bisher beste U-Boot-Simulationsspiel, das es gegeben hat, in seinem Gesamtpaket. Darüber ja, kann man vielleicht auch ein bisschen streiten. Allerdings finde ich das ein ganz fantastisches Spiel nach wie vor. Und ich bin auf die Idee dieses Let's Plays gekommen, weil jetzt am 30. April auch U-Boat erscheint mit dem englischen Titel. Und ja, dort haben wir natürlich eine viel zeitgemäßere Grafik. Wir können durch das U-Boot komplett durchlaufen. All das geht hier noch nicht, aber die Atmosphäre ist hier trotzdem sehr, sehr gut. Und ich, ja, U-Boat geht in den Early Access, das heißt, es wird also auch noch ein bisschen bugverseucht sein am Anfang, gehe ich mal von aus. Und ich weiß nicht, wie langfristig mich das Spiel am Ende dann wirklich motiviert. Und ich glaube, für ein längeres Let's Play eignet sich tatsächlich hier Silent Hunter 3 nochmal ein ganzes Stück mehr. Und sowas Ähnliches wie dieses Story-Intro möchte ich immer wieder zwischendurch einfügen, also besondere Videos, damit wir auch ein bisschen Story sozusagen, ein bisschen Geschichte erleben mit unserer Crew, mit unserem Kapitän, dem Anton Reisdorf, und den ganzen Geschehnissen des Krieges, die wir hier nochmal ein bisschen sozusagen in Tagebuchform verarbeiten, begleitet von einigen Kamerafahrten und Videoeinstellungen, die ich hier im Spiel auch direkt aufnehmen kann. Ja, wie bin ich auf U53 gekommen, mögen einige Leute jetzt fragen. Das habe ich halb zufällig, halb bestimmt ausgewählt, also so ganz
so ganz festlegen tue ich mich da auch nicht. Allerdings ist U-53 eines von drei Schwesterschiffen, U-52 bis 54, glaube ich, die alle innerhalb kürzester Zeit tatsächlich Anfang 1940 gesunken sind. U-53 unter dem Kapitän Grosse, wenn ich mich recht erinnere, hat das Schicksal ereilt, von einem einzelnen Zerstörer relativ zufällig aufgefunden worden zu sein und wurde mit, ich glaube, insgesamt 13 Wasserbomben oder so bombardiert. Und ja, der Sonarkontakt ist dann irgendwann erstorben. Und dementsprechend geht man davon aus, dass das U-Boot also durch den Angriff gesunken ist, durch Beschädigung oder weiß der Geier, welche Folgewirkungen das entsprechend gehabt hat. Also ein ganz typisches U-Boot-Schicksal, denn drei Viertel der U-Boot-Besatzungen sind im Laufe des Krieges nicht zurückgekehrt. Die sind gestorben im stählernen Sarg sozusagen in ihren U-Booten oder ertrunken im Meer oder zerfetzt durch Explosionen, was auch immer. Es gibt diverse Todesarten, die man sich da ausmalen mag. U-53 also relativ früh verloren gegangen. Ich hoffe, in unserer Karriere überleben wir ein bisschen länger. Allerdings wird das Ganze sehr, sehr hart. Ich spiele mit dem Großmod LSH3. Das ist also Living Silent Hunter 3 in der Version von 2015. Das ist die aktuellste, die man bekommen kann. Ich glaube, die Mod wird noch sogar weiterentwickelt, allerdings nur noch so sporadisch und wenn der Entwickler irgendwie Zeit hat. Da hat es jetzt lange schon kein Update mehr gegeben, eben die neueste Version ist auch schon von 2015, ein paar Jahre alt und unterstützt leider in ihrer Version, wie gesagt, kein 1920x1080er Auflösung. Deswegen haben wir hier, ja, das hier zum Beispiel auch so ein Brief über das Versterben, ja, eines Soldaten beziehungsweise hier eines U-Boot-Fahrers. Und solche Schriftstücke tauchen hier überall auf und immer wieder Adler mit Hakenkreuz hier und da. Und naja, für mich ein bisschen, ich habe schon gesagt, overdone, aber damit müssen wir einfach leben, damit wir hier auch einen ordentlichen grafischen Spielgenuss haben und nicht irgendwie in so einer Mini-HD-Auflösung spielen müssen. Und das Ganze total verpixelt ist. Ja, also U-53, ich kann euch da noch so ein paar Daten geben, die könnt ihr aber auch gerne auf Wikipedia selbst nochmal nachlesen, wurde ab dem 15. Mai 1937 in der Germania-Werft in Kiel in Auftrag gegeben und Kiellegung erfolgte dann am 13. März 1937. Stapellauf war am 6. Mai 1939. Das zeigt schon mal, wie lange die Bauzeit dieser U-Boote war. Das waren also Einzelstücke. Das war keine Massenherstellung, wie wir sie dann später beim legendär gewordenen Typ 21 U-Boot haben, zum Ende des Krieges, die kaum eingesetzt wurden, aber die halt massenhaft produziert wurden zum Ende des Krieges. Da hat man dann wirklich auf fabrikartige Massenproduktion gesetzt. Diese U-Boote hier, die Vorkriegsboote, welche auch Tauchboote sind, da komme ich später auch noch drauf zu sprechen, die sind ja einzelgefertigt worden in den Werften und die haben eine ganz lange Produktionszeit gehabt. März 37 bis Mai 39 sind über 2 Jahre bis zum Stapellauf. Das ist wirklich eine lange Zeit und das macht auch den U-Boot-Krieg für Admiral Dönitz so schwer. Admiral Dönitz, das ist der Vater der U-Boot-Waffe, ein Veteran des Ersten Weltkrieges, der damals auch ein U-Boot-Kommandant war und der mit der festen Überzeugung in den 30er Jahren quasi schon unter Hitler gedient hat und in diesen Krieg hineingegangen ist, dass man der großen Schiffsübermacht des britischen Königreichs nur entgegenkommen kann, nur quasi begegnen kann mit einer großen U-Boot-Flotte, die Großbritannien von ihren Handelsimporten abschneidet und damit entsprechend sozusagen die Adern kappt, die dieses große Empire versorgen. Das war seine feste Überzeugung. Da musste er lange Zeit für kämpfen vor dem Krieg, denn Hitler und insbesondere der Chef der Kriegsmarine, Großadmiral Räder, der war davon überzeugt, dass man einfach mehr große Schiffe bauen müsste, also mehr Kriegsschiffe, mehr Schlachtschiffe, Schlachtkreuzer. Träger waren in Planung, Flugzeugträger tatsächlich auch. Geworden ist daraus sehr, sehr wenig. Dieser sogenannte Plan Z, der vor dem Krieg dann auch in Angriff genommen wurde, wurde von Hitler auch so abgesegnet. Hitler selbst hatte ja keinerlei Seekriegserfahrung, also war
dementsprechend auf solche Ratschläge wie von Räder angewiesen. Dönitz hat sich da immer vehement gegen eingesetzt und am Ende auch dann durchgesetzt während des Krieges. Allerdings war es dann natürlich schon sehr spät und wie ihr schon sehen könnt an den langen Bauzeiten der U-Boote, man sollte quasi bis 1942 auf jeden Fall erstmal nur mit ganz wenig U-Booten auskommen müssen. Deswegen gab es nur ca. 50 U-Boote jetzt zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns. So, das erstmal so ganz generelle Informationen. Alles Weitere können wir gleich, glaube ich, auch auf der Feindfahrt noch ein bisschen besprechen. Wir wollen jetzt ja erstmal starten. Unser U-Boot hier können wir, glaube ich, zu Beginn direkt ausrüsten mit dem sogenannten KDB zusätzlich. Kostet 300 Ansehen, wir haben aber 1000. Das sogenannte Kristalldrehbasisgerät. Nicht wundern, wenn hier mal ab und zu so ein paar russische Buchstaben wie bei Üs und Äs reinkommen. Das liegt daran, dass das irgendwie auf dem russischen Alphabet basiert und das irgendwie keine Üs, Äs und Ös kennt. Das heißt, wenn das ins Deutsche die deutsche Version benutzt wird, dann haben wir hier immer noch diese Teilbuchstaben drin. Das ist ein bisschen komisch, aber damit können wir, glaube ich, auf Dauer leben. Ja, das KDB wurde zur Verbesserung der Leistung des GHG, das ist das sogenannte Gruppenhorchgerät, also bestand aus zwei Hydrophongruppen, da geht es also um Unterwasserortung. Man kann jeweils einen Winkel von jeweils 140 Grad abdecken, Steuerbord- und Backbordseitig. Und so eine Entfernung, in einer Entfernung von bis zu 20 Kilometern einzelne Schiffe orten. Und dieses Kristalldrehbasisgerät, ist auch so ein typisch deutscher Begriff aus der Zeit, hat sozusagen diese Leistung des GHGs nochmal verbessert. Der Abdeckungsbereich hat zugenommen, aber natürlich war das Ding gegenüber Wasserbomben empfindlich. Das heißt, es geht relativ schnell bei Explosionen in der Nähe kaputt. Gut, wir bauen es trotzdem ein. Das dauert noch mal einen Tag. Wir sind also schon am 2. September. Am 3. September wird es ja zur Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs kommen, aber da sind wir jetzt noch nicht. Und wir sind hier in der Erprobungsstelle. Dazu muss ich jetzt auch noch mal was sagen zum Kontext. Die Erprobungsstelle für U-Boote lag in Stralsund. Und dieses U-Boot hier, U-53, war eigentlich in Dienst gestellt worden, direkt an der U-Boot-Flottille Wegener in Kiel, gehörte also zur sogenannten 7. U-Flottille und wurde von dort aus direkt zu Beginn des Krieges auch eingesetzt, ist am 29. August ausgelaufen, um 12 Uhr in Kiel und erst am 30. September 39 von seiner ersten Feindfahrt zurückgekehrt, also 32 Tage lang, das ist schon eine lange, lange Zeit, auch für dieses Boot im Fronteinsatz. Hat dabei übrigens zwei Schiffe versenkt, einen britischen Tanker und ein britisches Dampfschiff. Und dementsprechend, denke ich mal, muss ich das nochmal erwähnen. Also die Flottille ist eigentlich die falsche. Ich habe sie trotzdem ausgewählt, weil mit der Mod kann ich einstellen, dass das U-Boot tatsächlich die Designation U-53 bekommt. Das geht aber nur, wenn ich in der Erprobungsstelle starte. Das ist also ein bisschen so ein Workaround, den ich hier treffen muss. Wir werden natürlich bald zur 7. Flottille wechseln. Das geht hier übers Telefon, glaube ich. Und dann kann man direkt durchwechseln. Ich finde es aber auch ganz spannend, jetzt mit dem beginnenden Polenkonflikt hier eine Feindfahrt direkt auch in der Ostsee zu starten. Das ist zwar ein bisschen ahistorisch jetzt für dieses U-Boot, aber ist durchaus im Rahmen der historischen Möglichkeiten möglich, dass es auch hier von dort aus ausgelaufen wäre. Von daher finde ich das auch total in Ordnung. Ja, woher nehme ich eigentlich meine ganzen Informationen, mögt ihr euch fragen? Da gibt es ein großes Standardwerk und zwar hat das ein Mann geschrieben namens Clay Blair. Der U-Boot-Krieg gibt es auch auf Deutsch, das Buch kann man jetzt aber, glaube ich, überwiegend nur noch gebraucht bekommen. Da gibt es zwei Editionen von, die erste 1939 bis 1942 ist überschrieben oder unterschrieben mit Die Jäger und die zweite Ausgabe dann eben 1942 bis 1945 Die Gejagten. Und er geht dort unter Heranziehung aller verfügbaren Quellen, die seit den 80ern und 90ern noch verfügbar gemacht wurden, also auch der Quellen der Alliierten und der Deutschen,
geht da durch die Quellenbestände durch und versucht nachzuskizzieren, ja, mit welchen Problemen die U-Boot-Waffe zu kämpfen hatte, mit welchen Problemen die Kriegsmarine allgemein zu kämpfen hatte, aber auch das britische Empire und seine Admiralität und natürlich dann auch die USA, die irgendwann in den Krieg eintreten, und geht dabei sehr minutiös vor und ja, geht unter anderem auch darauf ein, auf die ganze Geschichte rund um das Enigma-System, um die Kodierung und Dekodierung von Nachrichten, die hier im Zweiten Weltkrieg ganz, ganz wichtig ist. Das ist übrigens ein großer Unterschied zum U-Boot-Krieg im Ersten Weltkrieg, wo es kaum Abstimmungen zwischen den U-Booten gab, die ganze Funktechnik noch brandneu war und kaum erprobt und kaum ausgearbeitet. Jetzt haben wir moderne Funktechnik überall, und wir haben vor allen Dingen auch die Enigma-Verschlüsselung bei den Deutschen, nicht nur bei ihnen, auch bei anderen Nationen. Das war also eigentlich eine holländische Erfindung, die dann auch in Deutschland in einer militärischen Version zur Verfügung gestellt worden war. Und die Kriegsmarine sollte, das schon mal vorweg, nochmal zusätzlich verstärkte Sicherheitsmaßnahmen beim Verschlüsseln ihrer Nachrichten dieser Enigma-Maschine. Ich glaube, hier sieht man so eine, dieses Holzstück hier mit den Tastatur Dingern und diesen ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Ein komplexes Ding. Man gibt quasi einen Buchstaben ein, dann leuchtet irgendein Buchstabe auf einer Elektroniktafel auf, der dann quasi den verschlüsselten Buchstaben repräsentiert. Und wenn man den gleichen Buchstaben nochmal tippt, ein zweites Mal leuchtet ein anderer Buchstabe auf. Das Ganze ist walzenbasiert. Ach, ich will da gar nicht einsteigen. Es ist eine sehr komplexe Thematik, aber auch super spannend, wie ich finde. Aber wir wollen jetzt endlich mal starten hier nach ewigen Zeiten. Wir sehen hier auch schon Nachrichten für August. 19. August, 14 U-Boote auf Patrouille in den Nordatlantik verlegt. Am 26. August, Hitler sichert den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz Neutralität zu. Am 31. August, Berichten zufolge, das hatten wir schon, haben polnische Truppen den deutschen Radiosender Gliwice angegriffen. Ja, und jetzt 2. September, die Kriegshandlungen haben bereits gestartet. Allerdings gab es bisher noch keine Kriegserklärung durch Großbritannien und Frankreich. Das folgt, wie gesagt, erst morgen. Das wissen wir natürlich jetzt als U-Boot-Kommandant noch gar nicht. Wir wissen nur, wir sind in Stralsund, wir sollen AO-91 patrouillieren. Und wir starten direkt mal hier ins Spiel. So, und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Silent Hunter 3 hier in U-53. In der Zentrale starten wir hier unsere erste Feindfahrt. Und ja, nicht wundern, ich habe den Ladebalken jetzt rausgeschnitten, weil die Ladezeit doch sehr, sehr lang ist. Gerade mit der höheren Auflösung im Spiel dauert das mal gut 1 bis 1,5 Minuten. Das brauchen wir hier nicht noch extra mit reinschneiden. Wir gehen mal direkt mit F5 hier in die Karte rein. Wir sehen auch hier sehr stimmungsvoll gemacht mit der Widescreen-Mod hier, mit Kriegsbücherei und den ganzen Tools, die man hier direkt anwählen kann. So, wir werden jetzt direkt mal starten. Genau, das können wir auch schon hier in der Zentrale machen. Wir gehen mal hier auf halbe Fahrt. Und große dann gehen Fahrt wir voraus. Nach oben durch den Ausguck. Gucken wir uns jetzt hier an, wie unser Boot startet im Hafen von Stralsund. Im Übrigen hat die LSH-Mod hier wirklich einen ganz tollen Job gemacht hier. Schiff gesichtet, Lage 3-1-1, geringe Entfernung. Die Häfen entsprechend auszustaffieren und sie wesentlich lebendiger zu machen, als das vorher der Fall war. Wir sehen hier also auch einige Schiffe, U-Boote vom Typ 2 müssten das sein, hier vor Anker liegen. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen was zu verlieren, was es mit diesen Typen von U-Booten auf sich hat. Hier sehen wir irgendeine Art von Passagierschiff, wie es aussieht, die hier im Hafen liegen. Ein großer Frachter, zwei kleine Landungsboote und ähnliches mehr. Also das haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich bin mal gespannt. Wir haben in der Mod die Option, später auch in einem U-Boot-Bunker zu spawnen. Sollten wir am entsprechenden Hafen, sollte es dort einen U-Boot-Bunker geben. Ich bin mal gespannt, wie das dort funktioniert, ob das bugfrei klappt. Ich hoffe doch sehr, weil die U-Boot-Bunker an der Westküste Frankreichs nachher sehr bedeutsam sein werden. Sollten wir es denn soweit schaffen, aber das hoffe ich mal. So, wir werden jetzt erstmal hier schauen. Wir sollen patrouillieren. Und zwar in AO91, hier drüben. Also quasi ja schon fast in der Bucht vor Danzig, etwas weiter nördlich. Dann wollen wir doch mal entsprechend hier auch unsere
Navigation schon mal vorbereiten, dass unser Navigator weiß, wo wir hinfahren sollen, dass wir das nicht alles manuell steuern müssen. So, und dann werden wir natürlich auch den Zeitraffer benutzen. Keine Sorge, wir fahren jetzt hier nicht tagelang durch die Ostsee. Das ist ja klar. Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja noch ein bisschen was zum U-Boot selbst verlieren, zum Typ 7B. Das stellt an sich schon eine Verbesserung dar zum ursprünglichen Typ 7. Und zwar hat man zusätzliche Treibstoff-Bunkerzellen angebaut oder sie vergrößert, sodass man mehr Treibstoff aufnehmen konnte und die effektive Reichweite dieses Boots um, ich glaube, über 1000 oder mehrere 1000 Kilometer. Ich müsste es jetzt nochmal ganz exakt nachschauen. Ich glaube, das mache ich mal hier über Wikipedia gerade. Dann können wir das mal kurz nachgucken. Typ 7B hat eine Reichweite von 12.000 Kilometer bei circa 12 Knoten. Also ungefähr das, was wir jetzt fahren, halbe Fahrt voraus. Dann können wir 12.000 Kilometer damit fahren. Das ist sehr wichtig, wenn man von Deutschland aus bis in den Atlantik möchte und dann höchstwahrscheinlich den Umweg über die Nordzufahrt nehmen muss und eben nicht durch den Ärmelkanal möchte, wo sehr viele Feindschiffe natürlich unterwegs sind. Der eigentliche Typ 7A, das Ursprungsboot, das hatte nur 10.000 Kilometer, also gut 2.000 weniger, bei geringerer Geschwindigkeit, also das hatte dann schon Schwierigkeiten, hin und zurück zu fahren. 168, mittlere Entfernung. Genau. Okay. Ja, liebe Leute, das U-Boot Typ 7B an der Stelle. Hier oben sieht das ja alles noch relativ entspannt aus. Wir haben ja unseren Ausguck. Die Wachmannschaft sucht quasi den Horizont nach Schiffen, möglichen Bedrohungen und so weiter ab. Ach, guck mal, hier ist ein kleineres Militärboot, das uns hier folgt. Nee, bitte nicht mit Deckgeschütz angreifen. Was? Gut, Space-Taste habe ich mich schon mal mit vertan. Das ist es nicht. Zum Glück ist das Deckgeschütz nicht besetzt. Das sollten wir jetzt auch nicht tun, weil dann macht's Knall. Ich glaube, da ist die KI relativ gnadenlos und schießt auch das eigene Schiff an. Und das wollen wir natürlich nicht. Genau, ich kann aber mit F1 erstmal die Steuerung nochmal nachgucken. Seerohre und Waffen. Seerohrsteuerung, Eingabetaste, Torpedos wollen wir auch nicht. Kann ich das denn auch irgendwie wieder abschalten? Jawohl, Herr Kaloy. Was? Da bitte mal raus. So. Muss ich gerade mal gucken, dass wir hier das Ding wieder an... Aha, hier. Und dann müssen wir das Aufschalten mal rauslassen. Ich hoffe, dass das Boot dann nicht mehr fürs Deckgeschütz auch aufgeschaltet ist. Offensichtlich aber schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das wegnimmt. Naja. Okay, liebe Leute. Also, ich wollte euch eigentlich noch erklären, was es mit diesem Boot auf sich hat. Also, das ist ein Boot in der Länge. Auch das kann ich gerade mal nachschauen. Typ 7B. In der Länge insgesamt 66,5 Meter, breit ist es 6,2 Meter. Also das ist schon ein sehr kleines Schiff. Und da sind wir schon genau beim Punkt. Das ist nämlich tatsächlich eigentlich ein Tauchboot, ein Überwasserschiff, das tauchen kann. So wurden diese U-Boote konzipiert, in Anlehnung auch an die U-Boot-Waffe des Ersten Weltkriegs, wo man das genauso gemacht hat. Die sehen sich sogar relativ ähnlich von außen, wenn man die beiden, wenn man die Bootstypen des Ersten und Zweiten Weltkriegs vergleicht. Und dann hat man eben in der Vorkriegszeit, in der Zwischenkriegszeit, drei neue U-Boot-Typen konzipiert. Das war einmal der Typ 2, das war quasi die kleine U-Boot-Klasse. Dann gab es die mittlere U-Boot-Klasse vom Typ 7, das ist so ein Schiff, was wir hier fahren. Und dann gab es die U-Boot-Klasse vom Typ 9, das war quasi die Langstreckenklasse. Die konnte nochmal wesentlich weiter fahren, hatte noch wesentlich mehr Treibstoffkapazitäten, war aber auch entsprechend länger, breiter und größer gebaut. Ja, Typ 7 und Typ 9 besitzen ein Deckgeschütz. Ich kann ja mal kurz hier in den Free-Float-Modus gehen. Dann können wir mal gerade gucken. Das Deckgeschütz befindet sich hier vorne. Ein 8,8 cm Geschütz zur Bekämpfung von Handelsschiffen über Wasser, größtenteils eingesetzt.
oder auch eben für kleinere bewaffnete Schiffe zur Bekämpfung einsetzbar, allerdings natürlich immer mit dem Risiko, selbst beschädigt zu werden. Ein U-Boot ist doch ein sehr empfindliches Stück Kriegsgerät, da kann viel kaputt gehen, man kann sehr schnell hier die Tauchzellen zerstört bekommen und so weiter und Pressluftzellen und so weiter und so fort, die alle möglichen Dinge können beschädigt werden. Das ist also wirklich immer ein Risiko, hier mit anzugreifen, wenn man nicht weiß, ob die gegnerischen Schiffe möglicherweise bewaffnet sind. Und gerade Handelsschiffe, da gab es dann durchaus die ein oder andere böse Überraschung für eine U-Boot-Besatzung, wenn ein Handelsschiff dann auf einmal ein Geschütz mit sich gefahren hat, bei sich hat, trug sozusagen, und dann angreifen konnte aus Unvermitteltheit. Dementsprechend sind natürlich Unterwasserangriffe und Torpedoangriffe ja die sichere Variante. Dann haben wir hier oben beim Aufbau ein Flakgeschütz, 2 cm Kaliber, und ja, ein einzelnes Flakgeschütz. Auch in Anlehnung an den Ersten Weltkrieg dachte man, das wäre ausreichend, um die ja quasi überwiegend aus Doppeldeckern bestehende Flugzeugarmada bekämpfen zu können, falls es mal zu einem einzelnen Flugzeugangriff kommt. Mag das auch noch irgendwie funktionieren? Hängt natürlich alles davon ab, wie geübt ist die Besatzung im Bedienen dieser Kriegsmaschinen. Und man hat dann festgestellt, das reicht so niemals aus. Man hat die Flakgeschütze vergrößert, hat dann irgendwann Zwillingsflak bis hin zu 3,7 cm benutzt als Abwehrwaffe. Allerdings sind diese Waffen extrem selten tatsächlich eingesetzt worden, denn viel einfacher und viel sinnhafter als ein anfliegendes Flugzeug, das man ja eh erst entdeckt, kurz bevor es angreift, überhaupt anzugreifen, ist vielmehr direkt in den Alarmtauchmodus zu gehen, schnellstens abzutauchen und zu hoffen, dass man Bomben abwürfen und Wasserbomben und so weiter oder eventuell sogar Torpedos entgehen kann, indem man schnell genug abtaucht. Übrigens, Tauchzeit eines Typ 7 U-Boots offiziell bei circa 30 Sekunden, hängt natürlich alles davon ab, wie eingespielt die Crew ist. Und da kommen wir ins Spiel, hier mit unserem Kapitän Anton Reisdorf und seiner Crew. Wir haben also über 40 Mann Besatzung. Zwischen 44 und 48 steht jetzt hier auf der Wikipedia-Seite, das sollte auch ungefähr hinkommen, auf so einem Typ 7 U-Boot. Und die Effektivität dieser Waffe zur Bekämpfung von Handelsschiffen insbesondere, die hängt ganz stark vom Erfahrungsgrad der Mannschaft und des Kapitäns ab. Und man sieht jetzt zum Beispiel auch am Schicksal des realen U-53, dass die U-Boot-Waffe doch sehr stark darunter leidet, wenn Kapitäne das U-Boot wechseln, eine völlig neue Crew bekommen oder nur Teile ihrer Crew mitnehmen auf ein anderes Boot und die Leute einfach aufeinander noch gar nicht so richtig eingespielt sind, dann gehen häufig tatsächlich auch U-Boote verloren. Übrigens, die Feindfahrt, auf der U-53 versenkt wurde, bei Wikipedia steht, dass das... Oh, jetzt haben wir auf einmal wieder den Maschinensound so laut. Na gut. Also, auf Wikipedia steht drin, am 23. Februar sei es durch die Gurkha, so heißt der Zerstörer, versenkt worden. Bei Clay Blair steht am 24. Februar, da kann man mal sehen, wie vorsichtig man mit diesen Daten gerade bei Wikipedia auch umgehen muss. Ich denke mal, da hat der Clay Blair vermutlich die direkteren Quellendaten benutzt und würde mal schätzen, dass ihm weniger ein Fehler unterlaufen sein würde, was so ein Datum angeht, als jetzt hier bei Wikipedia. Aber das soll um einen Tag jetzt auch nicht weiter dramatisch sein. Da hat es auf jeden Fall bei der letzten Feindfahrt nämlich einen Wechsel gegeben. Ab Januar 1940, am 15. wurde der Korvettenkapitän Harald Grosse eingesetzt als Kapitän und der hat damit dann seine erste Feindfahrt bestritten. Und prompt wurde das U-Boot dann auch auf dem Rückweg in die Heimat versenkt im Atlantik durch eben diesen Zerstörer, die sogenannte Gurkha. Ja, wir können uns ja mal hier ein bisschen zurückziehen in unsere Koje sozusagen, die ist hier drüben, das wäre die Kapitänskoje. Man kann übrigens hier mit Shift und F2, glaube ich, in die freie Kamera wechseln und dann kann man hier ein bisschen rum
fahre. Man kann natürlich auch die Stationen direkt besetzen hier. Da haben wir jetzt unsere Mannschaftsmitglieder schon drin. Da gucken wir nachher auch nochmal rein, wer denn da alles überhaupt bei uns mitfährt aktuell. Hier ist quasi ein kleiner Aufenthalts- und Essensbereich für, ich glaube, ausschließlich die Offiziere. Die hatten es da relativ bequem gehabt, um ihre Mahlzeiten einzunehmen. Große Entfernung. Genau. Um quasi taktische Besprechungen vorzunehmen. Alle anderen Mannschaftsmitglieder hatten weniger Glück. Die Lagerstätte, wenn ich das jetzt richtig sehe, hier sind auch noch so ein paar, ich nenne es jetzt mal Liegebunker. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wer hier genau alles untergebracht war, ob das nicht Offiziere und Mate waren oder so. Auf jeden Fall die Mannschaften, die ja den Großteil der Besatzung ausgemacht hatten, wenn ich das richtig sehe, sind die hier untergebracht, zwischen den Torpedos, die hier als Ersatzlager-Torpedos quasi direkt vor den Rohren liegen, denn das hier vorne sind unsere vier Bug-Torpedorohre, die natürlich jetzt schon mit sogenannten Aalen, also mit den Torpedos, gefüllt sind, und die Reservetorpedos liegen hier direkt dran, um sie sozusagen abzulösen. Falls man die anderen abgeschossen hat, dann kann man die direkt hier nachladen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie eng es hier zugegangen ist. Man sieht im Übrigen, dass hier Ersatztorpedos auch noch unten quasi im Bilgebereich, also in diesem unteren Bereich unter dem Laufweg hier angebracht sind. Hier sind es vier Stück, hier vier Stück, das wären 8 plus 4, das wären sogar 12. Ich glaube, so viele wurden aber nicht gelagert im Typ 7b. Ich meine, es wären nur 10 oder so gewesen vorne. Mag sein, dass diese beiden hier auf dem Boden in Wirklichkeit hier nicht gelegen haben, sodass man wenigstens die eine Lage hier vernünftig ausklappen kann an Übernachtungsbetten. Wir sehen auch hier schon ein paar interessante Bilder hängen. Ja, aber so müsst ihr euch das vorstellen. Also kaum Platz für die Mannschaft, völlig beengte Verhältnisse und eine Enge, die man sich kaum vorstellen kann. Jetzt sind ja hier keine anderen Besatzungsmitglieder gerendert und dargestellt. Das wird sich übrigens bei U-Boat, dem Titel, der jetzt am 30. April erscheint, durch Deepwater Studios produziert, wird sich das ändern. Da haben wir natürlich die Crew hier auch am Rumlaufen. Und da merkt man erstmal, wie eng das eigentlich hier überall ist und unter was für Bedingungen hier gelebt wurde. Man sieht das auch hier schon ganz gut. Nahrungsmittel werden überall gelagert. Es wird quasi jeder Raum ausgenutzt, der irgendwie noch vorhanden ist. Also hier werden dann Brote gelagert direkt neben dem Bediener des Horchgerätes. Also das ist wirklich abenteuerlich. Aber so war es, denn zu Beginn einer Fahrt, das muss man jetzt auch wissen, war das U-Boot randvoll eben mit Nahrungsmitteln, logischerweise, denn man konnte ja bis zu einem Monat oder sogar länger auf See bleiben und die Lebensmittel verdarben dann aber auch relativ schnell, was bedeutete, dass man am Anfang mit ganz viel losgezogen ist und im Laufe der Zeit auch einiges verdorben ist und einiges natürlich auch verzehrt wurde. Und dann entsprechend wurde die Platzsituation etwas besser, allerdings die Ernährungssituation wiederum schlechter. Also eine sehr entbehrungsreiche Fahrt steht einer U-Boot-Besatzung immer wieder bevor. Dann haben wir hier im Übrigen die erwähnte Enigma-Maschine. Hier haben wir Tafeln, Signal, Schlüssel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie exakt die Maschine funktioniert. Ich weiß, es ist ein Dreiwalzensystem. Und später hat die Kriegsmarine zwei weitere Walzen beschafft für jede Enigma-Maschine. Es gab also 5 mögliche Walzen zur Auswahl und es gab dann eine Tagesauswahl von 3 Walzen, die miteinander kombiniert wurden, um eben diese ganze Verschlüsselung noch komplexer zu machen. Ihr seht hier die Eingabetafel, quasi das Keyboard sozusagen heute oder wie bei einer Schreibmaschine. Und hier oben auf dem oberen Feld leuchten dann die jeweiligen damit verbundenen Buchstaben auf. Und wenn man jetzt einmal G drückt, dann, weiß ich nicht, leuchtet vielleicht ein E auf. Beim zweiten Mal G drücken leuchtet ein V auf oder so, ne? Und das war bedingt durch die Walzeneinstellung mit ihren verschiedenen elektronischen Flussmöglichkeiten. Zusätzlich gab es dann noch ein Stecksystem, das deutsche Militär für alle seine Truppenteile angeschafft hatte. Also da konnte man mit elektronischen Steckern nochmal zusätzlich eine weitere Ebene der Verschlüsselung einfügen, sodass am Ende die Verschlüsselung unglaublich viele Varianten kannte und es für die Entschlüsseler, insbesondere bei den Briten, unglaublich schwierig war, diese Codes zu entschlüsseln. Daran hat man lange gehadert.
Man hatte dort polnische Spezialisten im Bletchley Park sitzen, die hatten ein Gerät erfunden, das quasi mit Brute Force Methode sämtliche Varianten durchprobiert hat, bis sie irgendwann relativ zufällig auf einen Erfolg gestoßen sein konnten. Aber das funktionierte relativ selten und dauerte eben lange, trotz aller Genialität dieser Erfinder. Und ja, letztlich ist man bei der Entschlüsselung, soweit ich das verstanden habe, häufig zu Erfolgen gekommen, weil sich eben bestimmte Begriffe in vielen Nachrichten dann wiederholen und so weiter und so fort. Da hat man dann aber wieder Konternachrichten bzw. Konterelemente in die Nachrichten eingebaut, um das wieder unmöglich zu machen auf der deutschen Seite. Also es war immer ein Kampf zwischen Verschlüsselung, Entschlüsselung während des Krieges und man brauchte ein Exemplar der Enigma mit Codebüchern musste man eigentlich erstmal in die Hände bekommen auf Seiten der Alliierten, um wirklich voranzukommen in der Entschlüsselungsfrage. So, leider können wir hier nicht durch. Das wäre sehr schön, wenn man das könnte. Geht leider nicht. Das heißt, wir gehen mal hier wieder in die Zentrale zurück. Und ich denke, dann können wir auch mal ein bisschen Zeitraffer vergehen lassen. Wir haben jetzt also einiges vom Schiff gesehen. Ich glaube, den hinteren Teil, gucke ich jetzt auch noch mal gerade nach, ich glaube, den können wir nicht mit der Kamera bewandern. Denn, also wir können hier hinten rein in die Zentrale. Auch hier sehen wir überall Nahrung. Sehr authentisch dargestellt. Aber wir können hier nicht durch. In der Originalmod von LSH 2015 konnte man hier noch durch und auch in die Kombüse rein, in den Hecktorpedoraum. Aber das geht hier nicht, weil wir eben diese Ahnenerbe-GUI verwenden. Und in der ist das leider nicht möglich. In anderen GUIs ist das möglich, allerdings unterstützen die eben nur eine Auflösung von 1360x768. Das ist ein bisschen klein. So, aber jetzt starten wir mal, dass wir ins Patrouillengebiet kommen. Da können wir ruhig ein bisschen zügiger vorangehen. Auch wenn uns die Zeitkompression immer mal wieder durch das Entdecken von Schiffen auf 8-mal zurückgesetzt wird. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt so einen ungefähren Einblick bekommen, wie es auf so einem U-Boot aussah. Auch wenn wir jetzt die ganzen Figuren dort nicht alle direkt sehen können bei uns hier in Silent Hunter 3. So, wir bekommen einen Funkspruch. Was haben wir denn hier? Also, der Führer der Unterseeboote, also Admiral Räder, mit Kriegseintritt Englands und Frankreich muss gerechnet werden. Feindliche Handlungen gegen Schiffe dieser Nation sind weiterhin untersagt. Also noch gibt es quasi nichts Neues. Führer der U-Boote FDU. Ja, also wir dürfen englische und französische Schiffe nicht angreifen. Wir werden vermutlich nicht in die Bredouille kommen, das tun zu müssen, da wir hier natürlich jetzt in Stralsund in der Ostsee sind. Und da werden so schnell natürlich keine alliierten Kriegsschiffe auftauchen. Wir wissen aber, falls wir ein solch beflaggtes Schiff sehen, dürfen wir dies erstmal noch nicht angreifen. Was mich zum nächsten Thema bringt. Ja, ihr seht, ich habe mich wirklich eingelesen. Am Anfang des Krieges hat man versucht, um quasi ja, den alliierten Feindnationen Englands und Frankreichs, insbesondere Englands, nicht zu sehr quasi gegen sich aufzubringen, alte ja, Kriegsseefahrtsregeln anzuwenden beim Aufbringen von Schiffen. Was heißt das? Also man hat gemäß auch der Statuten, die schon im Ersten Weltkrieg galten, versucht, oder mit der Theorie ist man rangegangen, mit der völkerrechtlichen Theorie, Schiffe auf offenem Meer darf man nicht ohne Vorwarnung angreifen ursprünglich, und eigentlich muss man den Besatzungsmitgliedern einer Handelsflotte vorher die Möglichkeit geben oder eines Handelsschiffs, das Schiff zu verlassen, bevor man es versenkt und so weiter und so fort. Da gab es ganz komplizierte Bestimmungen, die man ursprünglich tatsächlich auch durchhalten wollte, aber im frühen Verlauf des Krieges zeigte sich sehr schnell, dass das eben unmögliche Bestimmungen sind. Es gab allerdings einige U-Boot-Fahrer, die tatsächlich genau das gemacht haben, die also Schiffen zum Teil die Möglichkeit gegeben haben, zu evakuieren, bevor man es versenkt hat. Das sind aber dann eher Einzelfälle gewesen in den ersten beiden Kriegsjahren. Und es gab auch einige Vorfälle, in denen U-Boot-Kommandanten versucht haben, irgendwie Überlebende aus dem Wasser oder von den Booten zu retten oder Schlauchboote ans U-Boot anzutäuen und sie zur Küste zu schleppen, zur nächstgelegenen oder so. Da gab es schon einige Bemühungen, um eine Art gesitteten Handelsseekrieg durchzuführen in Teilen.
Aber das hatte natürlich die U-Boote sofort in Gefahr gebracht. Und weil es da einige Vorfälle gab, in denen U-Boote angegriffen und teilweise versenkt wurden, hat man diese Bestimmungen, die man von vornherein vor dem Krieg vereinbart hatte, auf internationaler Ebene immer weiter zurückgenommen, bis es irgendwann zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg kam, der also auch das Abschießen von zum Beispiel neutralen Schiffen unter neutraler Flagge erlaubt hatte ab einem gewissen Punkt. Jetzt am Anfang noch nicht, also neutrale Schiffe dürfen wir noch gar nicht abschießen, allerdings dürfen wir eigentlich, wenn es sich um Ware handelt, die nach Großbritannien als kriegswichtige Ware eingeführt wird durch diese neutralen Schiffe, dürften wir sie eigentlich anhalten und dann sozusagen die Ware beschlagnahmen und laut offiziellen Bestimmungen zum nächsten neutralen Hafen bringen oder irgendwie sowas. Also das ist natürlich relativ realitätsfern, hat natürlich kaum einer gemacht. Im Zweifelsfall hat man die Schiffe entweder fahren lassen oder auch teilweise versehentlich angegriffen, weil man eben nicht gesehen hat, dass sie eben unter neutraler Flagge fahren oder weil die Schiffe abgeblendet gefahren sind und so weiter und so fort. Also ihr seht schon, eine komplexe Thematik, und als U-Boot-Kapitän hat man durchaus einige Schwierigkeiten zu bekämpfen, gerade auch was solche theoretischen Fragen erstmal angeht, die sehr schnell in der Praxis schwierig werden können. So, England und Frankreich protestieren gegen den Einmarsch deutscher Truppen in Polen. Der Führer rechnet nicht mit deren Kriegseintritt. Ja, das ist so ungefähr die Haltung Hitlers gewesen und der nationalsozialistischen Führung. Man hat bis zum Schluss nicht wirklich daran glauben können, dass Großbritannien einen Kriegseintritt riskiert. Bei Frankreich war man sich da nicht ganz so sicher. Da hat man schon vermutet, dass die vielleicht im Alleingang auch versuchen, Deutschland anzugreifen, möglicherweise auch offensiv an der deutsch-französischen Grenze. Aber bei England war man sich relativ sicher, dass die sich aus einem Krieg raushalten würden. Aber wie wir dann bald feststellen werden, hat man da falsch gedacht. Okay. So, was ich noch zum Let's Play sagen wollte, das hätte ich vielleicht auch zum Anfang sagen sollen, aber naja, ich habe mir jetzt kein Skript hier gemacht. Diese Folgen werden immer sehr lang sein, diese Aufnahmen. Das heißt aber auch, dass sie, ich denke mal, höchstens einmal in der Woche kommen werden. Also häufiger solltet ihr nicht damit rechnen, weil das wirklich sehr lange Folgen werden. Teilweise der Aufwand, da wird jetzt das Intro immer wieder vorgeschaltet. Also ich habe quasi eine Kurzversion des Langintros aus dem Teaser erstellt, dass ich hier vor das Video schalte. Und wie gesagt, wenn ich dann auch hier Tagebucheinträge visualisiere und rendere, dann werden wir natürlich auch entsprechend schauen, dass das nicht allzu häufig erscheint, weil das sonst viel zu viel wird. So, wir haben hier ein Schiff möglicherweise gesichtet oder zumindest hier in Anführungsstrichen auf dem Radar, das er uns aber noch nicht mitgeteilt hat. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stopp. So, dann schauen wir mal. Mein lieber Kollege, dann sag mir doch mal beim Hydrophon. Jawohl, Herr Kaloin. Nächstgelegenen Kontakt. Kein Horchkontakt aktuell. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir den Kontakt hier oben haben. Das ist ja auch ewig weit weg. Wir gucken mal hier mit dem Lineal. Das sind also mal gut 22 Kilometer hier. Dann würde ich sagen, kann man hier irgendwie den... Da müssen wir mal gerade schauen, dass wir alles löschen. Das geht hierüber nicht. Da muss ich das manuell mit diesem Radiergummi machen. Genau, und dann müssen wir mal gucken, dass wir auf Abfangkurs gehen, denn vielleicht handelt es sich ja hier um ein polnisches Handelsschiff. Das dürfen wir natürlich schon angreifen. Mittelschnell. Und dann werden wir mal auf große Fahrt gehen. Beziehungsweise volle Fahrt voraus nennt sich das Ganze. Denn wir wollen das Schiff jetzt hier abfangen und Sichtkontakt herstellen, um zu schauen, um was für ein Schiff es sich hier handelt. Vielleicht geben wir auch eine Kontaktmeldung ab. Oder greifen das Schiff dann direkt an, wenn es ein feindliches Schiff ist. So,
Ja, um diese ganze Torpedo-Geschichte hier, da werden wir uns noch ein andermal kümmern, bei Angriffen oder so. Das ist quasi der Zielrechner für die Torpedos. Und hier kann man einstellen, ja quasi welche Lauftiefe der Torpedo haben soll, welche Zündpistole verwendet wird. Es gab immer Aufschlagzündpistolen und Magnetzündpistolen. Das sind quasi die Dinger, die vorne angebracht sind, die quasi die Zündart bestimmen. Magnetisch heißt also, da wird nach dem na, wie heißt es bei magnetisch? Da wird sozusagen das Magnetfeld erfasst des Schiffes. Sobald der Torpedo sich unterhalb des Schiffes befindet, also unter dem Kiel, zündet dann der Torpedo aufgrund dieses magnetischen Signals von selbst. Der Aufschlagzünder logischerweise zündet nur beim Aufschlagen auf den Schiffsrumpf. Das heißt, das hängt auch mit der Tiefeneinstellung zusammen. Weswegen wir immer brav schauen müssen, um was für ein Schiff es sich denn handelt. Und das können wir hier im Erkennungshandbuch nachschlagen. Beziehungsweise unser Waffenoffizier wird uns vielleicht schon sagen, für was für ein Schiff er das Ganze hält, was wir da gerade in Sicht haben auch. Von daher, ja, hier kann man da noch einzeln manuell Einstellungen machen. Damit werden wir uns hier nicht beschäftigen, das sage ich euch gleich. Das ist mir eine ganze Spur zu komplex. Da muss man viel mathematisch hin und her rechnen, muss Zeitnahme machen, um zu gucken, wie schnell bewegt sich das Schiff, in welchem Winkel steht das Schiff zu uns. Und dann berechnet man quasi den Winkel, in dem der Torpedo mit einer Geschwindigkeit abgeschossen werden muss, um an einem bestimmten Zeitpunkt das Schiff zu treffen. Das ist nicht ganz unkompliziert und ich bin froh, dass wir hier einen Waffenoffizier haben, der das für uns erledigen kann. Das ist also eine Sache, die wir auch nicht machen müssen, meiner Meinung nach. So, hier könnten wir übrigens direkt auch die Tauchtiefe einstellen, wenn es mal wirklich schnell gehen muss, oder hier Rudereinstellung, Backbord, Steuerbord und so weiter. Das können wir hier auch machen. Genau. So, würde ich sagen, gehen wir aber nochmal in den kleinen Zeitraffer rein. Und vielleicht finden wir dieses einzelne Schiff ja sogar. Jetzt mit dieser Geschwindigkeit von immerhin 15 Knoten ist jetzt auch nicht riesig schnell. Diese Schiffe waren über Wasser mit ihrem Dieselantrieb also wirklich nur mäßig schnell und konnten vor allen Dingen schnellen Kriegsschiffen nicht folgen. Zeigt schon, dass diese Schiffe darauf ausgelegt waren, eigentlich langsamere Handelsschiffe abzufangen und abzuschießen. Und alles, was zerstörermäßig unterwegs ist oder halt ein schnelleres Kriegsschiff ist, lässt sich durch ein U-Boot nicht verfolgen. Vor allen Dingen nicht über Wasser. Erst recht nicht unter Wasser, da ist das Boot mit Elektroantrieb angetrieben und noch wesentlich langsamer fährt, glaube ich, maximal 7 Knoten. Also Schiff gesichtet! Fahrradgeschwindigkeit. So, wir haben das Schiff gesichtet. Oh, gut abgefangen. Die Frage ist, was für ein Schiff ist es hier? Wir schalten es mal auf und fragen mal unseren Waffen. Schiff gesichtet, Lage 3, große Entfernung. Unseren 1WO fragen wir hier mal. Jawohl, Herr Kaloin. Genau, Sichtkontakt auf 2 Grad, 4500 Meter, da müssen wir also noch weiterfahren. Der Waffenoffizier. Hier können wir die Torpedos verwalten. Wir sehen hier auch die Reserve 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir eigentlich nur intern. Dann gibt es noch eine externe Reserve, das ist Torpedo Nummer 7. Aber dass 8 Torpedos hier im Bug liegen, das ist eigentlich verkehrt. Denn die 4 Torpedos hier oben sind schon in den Bugrohren. Also das passt nicht so ganz mit der Darstellung des Schiffes. Aber mein Gott, jawohl, Herr Kaloin, jetzt auch nicht Ziel weiter wird stören. Identifiziert. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Dauert das jetzt eine Weile? Kommt da jetzt noch was? Oder ist das jetzt im Buch hier automatisch drin? Handelsschiffe. Ja, so ein Linienschiff ist es schon mal nicht. Was haben wir denn hier? Das ist irgendeine Art von Frachter, würde ich jetzt mal sagen. Aber was für einer? Landungsschiff, Passagierdampfer, Andorra Star, TS Bremen, Passagier. Das ist es alles nicht. Das sind alles so Linerschiffe. Small Hospital Ship ist es auch nicht, wie man sieht. Kleiner Passagierdampfer ist es aber. Nee, der hat einen viel zu großen Mittelaufbau. Truppentransporter ist es auch nicht, soweit ich sehe. Nee, der hat ein viel geringeres Heck.
Viel kleineres, schmaleres Heck. Flottentanker ist es auch nicht. Also ich glaube, ein Tanker wird das nicht sein. Leichter Tanker auch nicht. Sowjetischer Standardtanker, leer. Übrigens auch interessant, so ein leerer Tanker sieht auf dem Wasser sehr schnell so aus. Ein voller Tanker hat ein ganz anderes Bild, weil er natürlich viel tiefer im Wasser liegt. Daran kann man das sehr gut erkennen. Tankschiff, Tanker, alle möglichen Tanker. Also es gibt so viele Schiffe hier in der Mod. Richtig krass. Ein Ostseefrachter ist es auch nicht. So ein kleiner Mini-Dampfer wird es auch nicht sein. Nee, der ist ja ganz anders geformt. C1-Frachter ist es auch nicht. Der hat drei Masten. Standardfrachter ist es nicht. Ein großer Frachter auch nicht. Die U-Klasse denke ich mal auch nicht. Katapultschiff. Schuttgutfrachter. Nee, Trampdampfer. Könnte es schon eher sein, hat aber noch mehr Aufbauten. Bin mir halt immer noch nicht sicher, was für eine Flagge der fährt. Das könnte aber polnisch sein tatsächlich. Sieht mir sehr polnisch aus. Mal schauen. So, wir müssen erstmal weiter identifizieren. Schnellfrachter. Ist auch nicht. Fischfabrik. Zielschiff ist es auch nicht. Hochlandfrachter. Nein, sieht mir nicht danach aus. Irgend so ein Standarddingen sein. Nee. Großer Frachter vielleicht? Nee, da ist der Turm viel höher als hier und der Aufbau viel flacher. Großer Frachtdampfer ist es auch nicht. Trampdampfer, Großfrachter, nee. Liberty-Schiff kann es noch gar nicht sein. Das gibt es nämlich noch gar nicht. Jetzt sollten wir jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Ich habe so das Gefühl, wir sind gleich schon direkt nebenan hier. Ich habe auch das Gefühl, der hat seinen Kurs geändert. Motorfrachtschiff. Motorschiff. Neutraler Dampfer. Ah, nee, das ist es ja auch nicht. Kohleschiff. Ist vielleicht so ein Kohleschiff hier? Nee, auch nicht wirklich. Nee. Ein Erzfrachter ist es auch nicht. Paketfrachter, was war das? Das könnte es eventuell sein. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Passagier- und Frachtschiff wiederum ist es, glaube ich. Oder? Ist er das? Nee. Oh, schwer zu sagen. Aber er hat hinten auch diesen hochstrabenden Aufbau auf jeden Fall. Allerdings, wir haben das halt nicht von der Seite, wir haben es halt eher so aus dem Winkel aktuell. Jawohl, Herr Kaloy, neuer Kurs 291. Ja. Ach, wir gucken quasi von hinten schief auf das Schiff drauf. Ah, okay. Was könnte dieses hier sein? Passagier- und Frachtschiff. Hat auch einen relativ langgezogenen Gesamtaufbau. Hat hier diesen kurzen Schornstein. Allerdings hat es vorne diesen Hochaufbau nicht. Das macht eigentlich auch keinen Sinn. Kleiner Frachter könnte es sein, ne? Ja, das sieht danach aus. Ja, das wird er sein. Hat er auch schon eingestellt. Okay. Das hat also schon geklappt. Da müssen wir nochmal gucken. Der hat einen Tiefgang von 6,8 Metern. Das heißt, wir können hier ruhig 7,5 Meter einstellen mit Magnetzündung. Und schnelle Laufzeit des Torpedos. Wir könnten dann mal schauen, dass wir... Genau, wir kriegen jetzt nämlich die Anzeige auch nicht auf der Karte angezeigt, realistischerweise. Wir müssen uns das hier selber... Also ich bin mir ziemlich sicher, das müsste eigentlich eine Flagge Polens sein. Wir können hier mal gerade gucken, denn wir haben ja hier ein Flaggenregister sozusagen, eine Übersicht. Frankreich, wo ist denn hier Polen? Kanada, Lettland...
Polen. Ja, das sieht mir doch nach der polnischen Handelsflagge aus. Nach der polnischen Beflaggung. Das heißt, da wir mit denen im Krieg sind, dürfen wir die beschießen. Die Frage ist, wollen wir direkt schon ein Torpedo dafür freimachen? Wir könnten uns ja erstmal... Ja, was wir machen können, wir können schon mal das Deckgeschütz besetzen. Von unserem 1WO. So, hier, wo war denn das? Waffen verwalten, Besetzung. Jawohl, Herr Kaloin. Genau. Deckgeschütz besetzen. Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. So, wir haben ja eine ruhige See. Wir können ja auch das Deckgeschütz benutzen, um hier anzugreifen. Oh, und die feuern direkt raus. Kann ich dem irgendwie... Jawohl, Herr Kaloin. So, Feuer jetzt erstmal Feuer einstellen. Wir haben also das Feuer eröffnet. Eigentlich wollte ich denen nur einen Schuss vor dem Bug erstmal geben. Jawohl, aber Herr Kaloin. Naja, gut. Auf Wasserlinie zielen. Genau, wir zielen auf Wasserlinie. Jawohl, Herr Feuer Kaloin. Bitte nur auf kurze Feuer Distanz. Feuer über kurze Distanz. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 302. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 315. So, wir haben das Feuer eröffnet. Und das Schiff macht auch keine Anstalten, langsamer zu werden. Und ich möchte ehrlich gesagt für so einen kleinen Frachter mit 1067 Bruttoregistertonnen jetzt hier auch nicht... Jawohl, Herr Kaloin, volle Fahrt voraus. Möchte ich jetzt auch nicht meine Torpedos verschwenden, die sehr, sehr teure Geräte natürlich sind, sondern... möchte dann erstmal das Deckgeschütz regeln lassen. Jawohl, Herr Kaloin. Feuer frei. So, Feuer frei. Mal gucken, wann sie anfangen zu feuern bei sehr kurzer Distanz. Und dann sollen sie auf die Wasserlinie zielen, wenn es eben möglich ist. Ja, das Schiff versucht abzuhauen. Man sieht, es dreht hier ein. Die haben Schiss bekommen, logischerweise. Wir könnten jetzt mal gucken, ob wir hier eine Fühlungsmeldung senden. Hallo? Oh, Statusbericht können wir senden. Fühlungsmeldung nicht. Ach, das ist wahrscheinlich für die Geleitzüge nur gedacht. Das können wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht senden. Ja, okay, haben wir jetzt einfach mal einen Statusbericht abgegeben. Eigentlich wollte ich eine Kontaktmeldung abgeben, aber so richtig kann ich das wohl erst bei Geleitzügen machen. Für so ein einzelnes Schiff macht man das natürlich auch eigentlich nicht. Ja, wir sehen schon, es fährt Zickzackkurs, es versucht uns auszuweichen. Aber gleich sind wir in Reichweite. Und dann, Moment. Und dann können wir hier starten. So, wir kriegen auch direkt einen Funkspruch zurück um 4:01 Uhr. Nee. Das war ein anderer Funkspruch. Wie spät ist es denn jetzt? Hab ich hier irgendwo eine Uhr? 5:01 Uhr. Hä? Irgendwie. Haben sie den erneut gesendet am 3.? Ach so, ach, hier ist ein neuer Funkspruch angekommen gerade, zufälligerweise. Haltung Englands und Frankreichs weiterhin unklar. Kriegseintritt dieser Länder nicht mehr auszuschließen. Das deutet wahrscheinlich einige schon darauf hin. Okay, aber wir sind gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 292. Okay, die Deckgeschützbesatzung wartet wirklich sehr lange zum Schießen. Das können jetzt hier keine, weiß ich nicht, keinen Kilometer mehr sein als Entfernung. Sie warten noch ganz brav. So, da sind die Herren. Gerüstet. Wir müssten eigentlich jeden Moment anfangen, wieder das Feuer zu eröffnen. Einfach damit wir nicht zu viel Munition hier verschwenden auf so ein ungeschütztes, einfaches Ziel. Wir sehen auch hier, das bewegt sich. Weil wir natürlich auch Wellengang haben. Übrigens könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr hier von der Wasserdarstellung haltet. Es gibt nämlich bei der LS-Harmod die Möglichkeit, grün gefärbtes Wasser oder blau gefärbtes Wasser zu verwenden. Ich finde ehrlich gesagt grün nicht schlecht, bin mir aber nicht sicher, ob blau irgendwie realistischer aussieht oder eben nicht. Achso, wir können gar nicht unter das Wasser.
Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 310. So, wir werden auf jeden Fall mit großer Geschwindigkeit hinterher. Wir lassen dieses Boot nicht entkommen. Jetzt ein Torpedo abzuschießen wäre auch zu spät. Es hat uns bereits entdeckt. Es kreuzt im Zickzackkurs. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Torpedo daneben geht, wird natürlich erhöht. Deswegen regeln wir das jetzt sowieso über das Deckgeschütz. Ja, ich bin eigentlich da gewillt zu sagen. Feuer über mittlere Distanz. Ganz genau. So, dann feuert er. Das ist also für ihn noch mittlere Distanz. Oh, das war ein Wirkungstreffer. Da hat was, da ist was in die Luft geflogen. So, auf die Wasserlinie wird gezielt, damit das Boot schnell vollläuft. Denn wir wollen ja, dass es schnell sinkt. Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. Neuer Kurs 287. Jawohl, Herr Kaloin. Ja, neuer Kurs 296. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer ja, Kurs das brennt 280. Schon. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer das Kurs Boot 279. Stößt Rauchsäulen auf. Ich vermute, dass es nicht mehr lange hält. Ja, das müsste bald hin sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss wir dabei haben von der Explosivmunition. 100 Schuss oder so. So, ich denke, das reicht. Jawohl, jetzt Herr Kaloin. Mal. Feuer einstellen. Ja. Feindliche Einheit zerstört. Man sieht schon, es brennt lichterloh. Jawohl, Herr Kaloin. Das U-Boot. Ja. Das Schiff sinkt. Jawohl, Herr Kaloin. Alle Maschinen stoppen. Ja, wir haben die erste Versenkung geschafft. Mit dem Deckgeschütz. Ganz käsig sozusagen, aber ja, eindeutig ein polnischer Frachter, den wir hier versenkt haben, der jetzt allmählich untergeht. Ich habe, glaube ich, realistische Sinkzeiten irgendwie eingestellt in der Mod-Optionsdatei, also trotzdem sinkt das Schiff hier richtig schnell, man sieht es, es kentert sofort und da hinten sehen wir eine Mannschaft in Rettungsbooten, die sich hier gerettet hat. Irgendwas explodiert unter Wasser noch. Oh Mann. Flammen steigen aus dem Meer auf. Okay. Na gut. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt mit denen hier interagieren? Das wäre natürlich ganz großes Kino hier von der Mod, wenn man tatsächlich jetzt jawohl, Herr Kaloin, hier mit kleiner Fahrt hinfahren könnte. Kleine Was Fahrt voraus. Ein Grafikbug oder so, ich weiß es nicht. So, ja, hier drüben sind sie nämlich in ihrem kleinen Bötchen und ich würde ganz gerne, ich weiß gar nicht, kann man eigentlich die Kamera irgendwie resetten, dass man wieder an dem Ausgangspunkt hier rauskommt, hier oben? Ich weiß es gar nicht so genau. Dann werden wir jetzt mal... Jawohl, Herr Kaloin! Neuer Kurs 289. Jawohl, Herr Kaloin! Neuer Kurs 295. So, jetzt hört man wiederum die Maschinen nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Jawohl, Herr Kaloin, ein Drittel Fahrt voraus. Irgendwie... Ah, doch, jetzt fährt's wieder. Okay, ja, das ist übrigens unsere Mannschaftsübersicht. Wie gesagt, da werden wir auch noch nachher drauf schauen. Allerdings momentan noch nicht. Die Mannschaft beim Torpedoraum bitte mal in die Quartiere... Die teilen sich ja eh einen Raum mit den Torpedos, aber die müssen jetzt ja nicht hier on duty sein, während wir hier keinen einzigen Torpedo verschossen haben. So, und dann schauen wir mal, ob wir... Ja, Hecktorpedoraum genau dasselbe. Wer muss sich denn im Hecktorpedoraum aufhalten, wenn... Das ist ja wirklich Quatsch. So, was wir machen können, wir können das Deckgeschütz natürlich räumen. Jawohl, Herr hier Kaloin. War das, glaube ich, Seewache auf Brücke. Seewache genau. Auf Brücke. Genau, dann werden die wieder hier auf die Brücke zurückgeführt. Ja, die Ausdauer ist auch noch relativ okay. Ein bisschen gelitten hat der am Ausguck schon und auch der Maschinist. Da müssten wir dann nachher mal schauen. Okay, so, wir bewegen uns jetzt hier zügiger Geschwindigkeit auf das Ruderboot zu. Hier ist noch jemand im Wasser.
glaube, der hält auch nicht mehr lange durch in seiner Rettungsweste. Man muss sich natürlich jetzt vorstellen, was das Spiel natürlich jetzt hier nicht abbilden kann, welche dramatischen Szenen sich dann da abspielen, wenn so ein Boot entsprechend versinkt. Jawohl, Herr Kaloin, neuer Kurs, 3-2-2. Also wie hier ein Handelsfrachter. Die Leute im eiskalten Wasser hier erfrieren oder ertrinken, wenn sie keine Rettungsweste dabei haben. Also es ist schon ein ziemlich trauriges Kriegskapitel, aber so wie eigentlich jedes Kriegskapitel natürlich. Ja, da ist die arme Wurst im Wasser. Und da sind die anderen im Rettungsboot. Die könnten sich natürlich auch mal die Mühe geben, ihn da rauszufischen. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 3-1-6. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 3-1-2. So. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. So, wir wollen ja hier niemanden rammen oder irgendwie umfahren. Da wir dann doch kein ganz kleines Boot sind, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich glaube nicht, dass wir mit denen interagieren können, aber ich will es wenigstens mal versucht haben. Und was wir machen können, wir können auf jeden Fall hier einen weiteren Statusbericht senden. Irgendwie macht er das nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, warum. Oh. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt zurück. So, halten wir mal komplett an. Die rufen sogar. Könnt ihr das hören? Die rufen sogar nach Hilfe. Wie schrecklich. Vor allen Dingen hier drüben. Das ist ja echt krass gemacht. Ich glaube, das war im originalen Silent Hunter auch nicht der Fall. Schade, dass man jetzt mit denen nicht in irgendeiner Form interagieren kann. Aber das würde natürlich zu weit führen. Und natürlich würden wir, falls jetzt hier zum Beispiel ein Geleitzug wäre mit Sicherungsschiffen, würden irgendwann natürlich auch andere Schiffe und insbesondere Sicherungsschiffe versuchen, hier möglicherweise Leute aus ihren Rettungsbooten und aus dem Wasser zu retten. Also auch das alltäglich im U-Boot-Krieg hier. Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stopp! Ja. Jetzt hat er da seinen Kopf vor dem Rettungsboot. Sehen können wir das nicht wirklich. Wir hören aber die Sinkgeräusche des Schiffes. Ja, die paar Männer haben überlebt. Der Rest scheint untergegangen zu sein. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Besatzung die auf so einem kleinen Frachter hatten. Aber so ist das. Da wir sie jetzt nicht mitnehmen können, müssen wir weiterziehen. Es hilft ja nichts. Okay, das war also unser erster Erfolg hier im U-Boot-Kampf. Und jetzt müssen wir aber noch weiter zu unserem Patrouillen. Quadranten. Ja, das ist hier AO91. Im Übrigen, ja, das ist so die Unterteilung der Kriegsmarine der Gebiete des Atlantiks, der Nord- und der Ostsee und des Mittelmeers. Das sind also hier die Großquadranten, CU, CK, AO, da sind wir jetzt hier in der Ostsee, und die haben dann jeweils Unterquadranten, mit denen dann die U-Boote zu bestimmten Koordinaten geschickt werden. Ja, auf Wiedersehen. So, und dann denke ich mal, können wir wieder in den Zeitraffer gehen. So, wir haben Funkspruch erhalten im Übrigen wieder. Was wurde uns denn da übermittelt um 4.13 Uhr? Meldung erhalten, machen Sie weiter wie befohlen um 4.13 Uhr, okay. Im Übrigen, ist es denn wirklich 4.13 Uhr? Also lokale Zeit steht hier 5.30 Uhr. Hm. Na gut. Leichte Abweichung hier. So. Und wir gehen natürlich mal wieder in die Karte rein. Ich glaube, das ist hier am besten. Okay. Oh, schon wieder ein Schiff gesichtet auf 57 Grad in großer Entfernung. Schauen wir mal im UZO rein, in unserer Station hier an Deck. 57 und 62 Grad. Schiff gesichtet, Lage 6-2, große Entfernung. Oh, zwei Ostseefrachter.
Da werden wir dann doch direkt mal den Kurs aufnehmen. 57 Grad. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal jawohl, hier. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 1,9 Grad Steuerbord. Ruder 2,7 Grad Steuerbord. Jawohl, Herr Kaloin. Volle Fahrt voraus. So. Wir wollen ein bisschen beschleunigen und möglichst schnell hoffentlich feststellen, mit was für Schiffen wir es hier überhaupt zu tun haben. Vorher legen wir aber einen Abfangkurs ein. Deswegen habe ich hier erstmal das Ruder eingestellt und das werden wir gleich erst wieder zurückstellen, wenn wir den entsprechenden Kurs erreicht haben. Dann muss man nicht immer hier über den anderen Kursgeber gehen. Das kann man natürlich auch so machen. So, wir werden uns ein bisschen versuchen, vor die Schiffe zu setzen. Jawohl, Herr Kaloin. Ruder 0, Grad Backbord. Ruder 0, Grad Backbord. Ja, also Ruder mittschiffs, genau. Das wäre eigentlich der Befehl. So, hier können wir nämlich noch gar nichts erkennen. Das sieht mir nach der schwedischen Flagge aus von Weitem. Schweden ist natürlich neutral, die dürfen wir natürlich nicht angreifen und auch das sieht mir schwedisch aus. Aber ich will es zumindest in Erfahrung bringen, denn weitere Abschüsse... Jetzt könnte man zum Beispiel, historisch hätte man jetzt eigentlich natürlich die Möglichkeit zu sagen, als Kapitän, wir fahren jetzt hier an die Schiffe heran und versuchen mit denen zu kommunizieren, dass sie auf die Koordinaten fahren, wo wir die Schiffbrüchigen zurückgelassen haben, um sie entsprechend einzusammeln, um zu erfragen, ob sie quasi Hilfe leisten wollen. Da ja vielleicht dieses Handelsschiff, was wir versenkt haben, gar keinen Notruf abgesetzt hat oder so, weiß man ja nicht, um dann entsprechend die Leute retten zu lassen. Auch das wäre natürlich im Rahmen des damaligen Seekriegs noch möglich gewesen, oblag dann aber schon des Entscheidungsspielraums des Kapitäns natürlich hier, des U-Bootes, das entsprechend zu tun oder eben zu unterlassen, je nachdem, wie der entsprechend drauf war. Ja, ich glaube, das ist Schweden, oder? Mal schauen. Sieht mir aber immer stärker nach Blau und Gelb aus. Ups. Ja, das ist eindeutig die schwedische Flagge. Also bitte nicht aufschalten, bitte kein Torpedo abschießen. Das wäre fatal. Wir können wieder auf Kurs gehen. Das kann ich, glaube ich, dem Navigationssteuermann auch sagen. Genau. Genau, wir gehen wieder auf Kurs, allerdings dann mit halber Fahrt. Große Fahrt voraus. Damit wir ein bisschen von unserem kostbaren Diesel sparen. Genau. Okay, das also zwei schwedische Schiffe. Die dürfen wir natürlich nicht angreifen, sonst gibt es böse Schelte vom Dönitz. Und das wollen wir natürlich hier nicht tun. Ja, bisher von der polnischen Kriegsmarine weit und breit nichts zu sehen. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Ich glaube, die hatten tatsächlich nur ein paar Zerstörer. Und ich glaube ansonsten so gut wie nichts an Kriegsmarine. Also die Polen selbst waren da wirklich sehr schwach aufgestellt und hatten überhaupt keine Chance, sich seeseitig gegen die Deutschen und ihre alten Schulschlachtschiffe, die dann ja auch in Danzig Beschuss eingeleitet haben, als erste deutsche Einheit, die überhaupt Kriegshandlungen gegen Polen durchgeführt hat. Da waren die Polen wirklich hoffnungslos unterlegen. Wir haben neuen Funkspruch, 12.56 Uhr am 3.9. An alle U-Boote, englische Schiffe sind ab sofort als feindlich anzusehen. Momentan sind alle U-Boote der ersten Welle angewiesen, Frachter nach den Bestimmungen der Prisenordnung anzugreifen. Sehr schön, dass sie das auch aufgreifen hier in der Mod. Das gab es im ursprünglichen Silent Hunter, glaube ich, so nicht. Das meinte ich nämlich vorhin. Solange die Prisenordnung gilt, dürfen Frachtschiffe, die unter englischer Flagge fahren, wie im Protokoll beschrieben, ohne Vorwarnung angegriffen werden. Allerdings wie im Protokoll beschrieben. Dieses Protokoll ist da noch relativ kompliziert in der Zeit. Gut, englische Frachtschiffe werden wir hier vermutlich kaum antreffen in der Ostsee, aber vielleicht haben wir ja Glück.
So, dann haben wir hier noch eine weitere Schiffsmeldung, die anscheinend von jemand anderen hier auch kommt. Dann werden wir mal... Jawohl, Herr Kaloin. Ja, neuen Kurs einlegen. 151. Jawohl, Herr Kaloin. Volle Fahrt voraus. So, und dann schauen wir mal, ob wir auch das Schiff abfangen können und ob es sich wieder um ein polnisches Frachtschiff handelt. Schiff gesichtet. Oh ja, tatsächlich. Schiff gesichtet, 311, große Entfernung, sagt unsere Schiffswache hier. Fischfabrikschiff, Schiff sagt gesichtet, er hier. Lage 311, große Entfernung. Wie will er... Ach da, ich bin hier zu tief unterwegs. Ein Fischfabrikschiff, ja, schauen wir mal. Entfernung aber noch 9000 Meter circa. Das ist auch ganz cool, das kann man in der Mod auch einstellen, dass die Entfernungen halt nicht mehr ganz genau auf dem Meter sind, sondern wirklich geschätzte Entfernung, weil das natürlich realistischer ist. 9 Knoten Gegnerfahrt, das ist gar nicht mal langsam. Wo wollte ich denn hin? Hier. 311, das ist da hinten. Jawohl, Herr Kaloin, neuer Kurs 139. So. Jawohl, Herr Kaloin, neuer Kurs 133. So, auch hier müssen wir wieder näher ran, um zu schauen, um welches Schiff es sich hier handelt und mit was für einer Flagge das unterwegs ist. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht erkennen. Müssen wir uns also wieder ein bisschen annähern. Das beschleunigen wir natürlich wieder. Ja, also ihr seht, aktuell zu Beginn des Krieges ist das hier alles völlig wehrlos, was uns hier vor die Flinte läuft. Und tatsächlich, jetzt ist das Motorengeräusch wieder aus. Tatsächlich ist das hier polnische Beflaggung, weiß und rot, ein Fischfabrikschiff. Jetzt müsste man mal gucken, ein Fischfabrikschiff, das müsste ich jetzt wieder finden. Wäre schön, wenn man das irgendwie hier suchen könnte. Da kann man die Sache umschalten, da kann man das einschalten. Kann man das hier auch verschieben? Nee, ne? Leider nicht. Linienschiff, Walfangboot, Schlepper, Trawler. Fischfabrikschiff. Großer Fischtrawler. Nee. Eisbrecher, Barkasse, Schlepper, Küstenfracht, Fischkutter, Barkasse. Krabbenkutter, Küstentanker, Schoner, Chemikalienfrachter. Mein Gott, was es alle gibt in dieser Mod an neuen Schiffstypen. Das ist wirklich krank. Aber halt natürlich wesentlich authentischer. Wahlfabrikschiff, Victory-Schiff. So, jetzt haben wir nur leider den Bug mit dem Sound. Jetzt haben wir wieder Sound. So, Werkstattschiff, Pyro, Passenger, Fischfabrikschiff, das muss doch irgendwo hier sein. Da, da war's. Schiff. Fischfabrikschiff. Tiefgang 9 Meter. Oh ja, und 5460. Das lohnt sich, glaube ich, schon mit dem Torpedo anzugreifen. Aber dann bitte bei 10,5 Meter Kieltiefe und magnetischem Zünder. Und dann hoffen wir mal, dass der auch wirklich zündet. Aber ich glaube, das Schiff hat uns schon gesehen. Es kreuzt nämlich schon wie wild. Ist natürlich ideale Sichtbedingung hier auch. Neuer Kurs 99. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen hier tatsächlich mal... Neuer Kurs 114. So, drehen mal wieder ein bisschen bei und dann gehen wir hier mal auf Zero-Tiefe. Auf Tauchstationen! Unterkriegszelle wird geflutet! Alle Entlüftungen sind klar! So, jetzt herrscht hier Triebsamkeit. Das Boot wird oben abgeschlossen und wir tauchen auf Zero-Tiefe. Und dann werden wir versuchen, hier mit immer noch relativ zügiger Elektrofahrt uns dem Boot hier weiter anzunähern. Und vielleicht kriegen wir sogar erfolgreichen Torpedoangriff hin. Es kann natürlich sein, dass das Boot jetzt ohne Ende weiterkreuzt. Aber dann ist das entsprechend so. Derzeitige Tiefe 1-0. Mal
Okay, bei 10 Meter. Ich glaube, Tauchtiefe ist irgendwo bei 12, 13 oder so. Also Zero-Tiefe. Und dann werden wir hier... das Angriffsseerohr. Ach so, dafür sind wir zu schnell. Kleine, da müssen wir einmal auf kleine Fahrt gehen. Denn wenn wir zu schnell sind, dann fährt das automatisch ein. Auch so eine kleine Geschichte, die man per Mod einschalten kann, was das Ganze noch ein bisschen authentischer macht. Weil sonst sieht man nämlich gar nichts hier über Wasser, wenn das so schnell ist. Da drüben ist das Boot. So, das Fischfabrikschiff. Circa 3000 Meter. Ist natürlich noch sehr weit. Die Reichweite von den Torpedos müsste dafür ausreichend sein. Allerdings kommt natürlich darauf an, was wir da konkret jetzt im Rumpf geladen haben. Ich schau mal gerade. Wo war denn das? Die Waffenübersicht. Ich glaube, die kann man nur... über den Waffenoffizier. Ja, unter Waffen verwalten. Wir haben hier... ja, G7A. Das ist der... also das ist auch nochmal ganz wichtig zur Technik. Es gibt Gas-Dampf-getriebene Torpedos, die natürlich eine sichtbare Blasenspur hinterlassen. Und dazu gibt es dann noch den Typ G7E. Das ist quasi ein elektrisch angetriebener Torpedo, der aber mit vielen Kinderkrankheiten daherkam. Und überhaupt die ganze Geschichte rund um die Zündpistolen hatte sehr, sehr große Probleme am Anfang des Krieges. Also in den ersten beiden Kriegsjahren 1939, 1940 gab es da vielerlei Fehlzündungen. Und die elektrischen Torpedos insbesondere sind teilweise auf der falschen Tiefe gelaufen. Also eingestellt hat man da, was weiß ich, irgendwie 5 Meter und in Wirklichkeit waren die auf einmal 7 Meter in der Tiefe und haben natürlich dann das Boot mit einem Aufschlagzünder unterlaufen und haben nicht gezündet. Das war ein sehr großes Problem. In der Anfangszeit, das hat man dann später in den Griff bekommen, aber es hat sehr lange gebraucht, bis diese Torpedo-Leitstelle wirklich herausgefunden hatte, technisch, woran das lag, weil man hatte diese Torpedos in der Friedenszeit wirklich nur sehr unzureichend unter Kriegsbedingungen getestet, sondern halt eben unter reinen Friedensbedingungen über Wasserangriffe damit gemacht und nicht festgestellt, dass es da Probleme mit dem Druck unter Wasser gibt, wenn die Torpedos lange quasi unter Wasser liegen, man also, was weiß ich, 3 Stunden das Boot getaucht fährt, dann gab es einen Konstruktionsfehler, der bedingt hat, dass die Messung innerhalb des Torpedos total durcheinander war und dann die Lauftiefen entsprechend missinterpretiert hat und so weiter und so fort. Also da kann man technisch auch sehr ins Detail gehen. Das hat die Kriegsmarine lange gebraucht, bis sie herausgefunden hatte, woran diese Probleme lagen. Ja, so, dann kann man übrigens noch einstellen, wenn man hier Fächerschuss machen möchte, mit welchen Sachen man angreifen will, ob man einzelne Schüsse macht oder ob man sagt, hier irgendwelche bestimmte Rohrkombinationen will man abfeuern. Das kann man auch alles hier einstellen. Wir nehmen hier Torpedorohr 1 natürlich gleich, aber das Schiff hat uns, glaube ich, schon gesehen, denn es fährt hier einen Zickzackkurs. Also wir sollten wirklich möglichst dicht auf unter 1000 Meter heranfahren, bevor wir... was mich auf die Idee bringt, dass wir vielleicht doch ein bisschen zügiger mal fahren sollen. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das Seerohr dort dann entsprechend ausgefahren lassen können. Man kann es natürlich versuchen, ein bisschen zu verstecken, das Seerohr, ne? Wenn man so ein bisschen mehr Richtung Wasserlinie ausfährt, dass es teilweise dann versinkt, denn dann ist man natürlich auch schlechter zu sehen, allerdings ist auch die Aufschaltung teilweise wieder deaktiviert, weil man das Ziel aus den Augen verliert. Da muss man also sehr aufpassen. Ja, also hier Lagenwinkel müsste man sonst bei manuellem Torpedoabschuss selber einstellen, Gegnerfahrt selber bestimmen, die Entfernung bestimmen. Das alles müssen wir jetzt nicht. Das Boot kreuzt uns jetzt in die andere Richtung. Neuer Kurs. Kommt fast direkt auf uns zu. Das ist ja eigenartig. Also sie haben ihren Kurs irgendwie komplett gedreht. Ja. Und sie kommen ziemlich zügig auch auf uns zu. Das hat man hier oben an der Entfernungsmessung jetzt auch schon gesehen.
die unser Waffenoffizier für uns auch durchführt. Ja, das Schiff versucht hier tatsächlich zu entkommen, aber wir werden es nicht so weit entkommen lassen, wenn es nach uns geht, sondern werden es gleich direkt abfangen. Das sieht nämlich nach einem sehr schönen Winkel hier möglicherweise aus. Na, ihr seht hier oben 20 Grad Lage, also das Schiff kommt quasi von rechts, kreuzt uns das gleich. Wenn es bei diesem Kurs bleiben würde, ist natürlich die Frage, ob es das überhaupt tut. So, jetzt ist die Aufschaltung wieder weggegangen. Wir gehen also nochmal ein Stück nach oben hier mit dem Seerohr, dass wir auch ein bisschen mehr sehen. In der Hoffnung, dass es uns nicht sieht. Wir sehen auch, es dreht wieder ein. Also so würde es ein schwerer Schuss werden, ne? Genau längsseitig zu schießen ist immer ganz schlecht. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt irgendeine Art, dass es versucht uns zu rammen, aber wir sind ja getaucht. Wie stellt es sich das denn vor? Wir können ja schon mal sicherheitshalber nachfragen. Tiefe unter Kiel ist 5-9. Alles klar, wir können also auch tiefer tauchen zur Not, falls es wirklich jetzt zum Rammangriff ansetzt oder so. Wobei es uns jetzt ja eigentlich nicht mehr sehen können müsste. Neuer Kurs, so, wir drehen uns nochmal ein bisschen ein. Neuer Kurs, weil das Boot sich jetzt auch entsprechend eindreht. Und ja, man könnte überlegen, ob man jetzt quasi diese Position gleich ausnutzt, um anzugreifen. 1200 Meter, das ist gar nicht so schlecht. Der Torpedo muss auf jeden Fall schnell laufen, dass die maximale Möglichkeit besteht, das Boot zu treffen. Aber ich vermute, dass es sich da irgendwie noch eindreht. Wir dürfen auch nicht zu dicht am Boot sein, wenn wir abfeuern. Also irgendwie alles unter 500 Meter geht überhaupt nicht, glaube ich, weil dann ist die Gefahr viel zu groß für uns selbst. Meter. Ich glaube, wir feuern jetzt einfach mal. Come on. Achso, wir müssen jetzt erstmal. Ah, genau, wir müssen erstmal dem Waffenoffizier anweisen, die Mündungsklappen zu öffnen. Ja. Hallo? Ach, jetzt macht er das erst. Okay. Zeit vergeht. Wichtige Zeit vergeht. So. So, geschlossen wird die wieder automatisch, aber öffnen muss man die jetzt manuell. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Torpedo trifft. Hier unten ist die, ihr seht schon, 30 Sekunden Laufzeit. Das ist nicht viel, da kann das Boot kaum gegensteuern. Aber es kann natürlich vielleicht den Torpedo noch rechtzeitig sehen, obwohl ich glaube, bei 30 Sekunden ist es fast unmöglich. Das ist eigentlich ein idealer Schuss hier, auf die Breitseite aus 800 Meter Entfernung. Bin ich mal gespannt, ob wir dann gleich die Explosion hier sehen. Nein. Okay, wir versuchen mal einen Aufschlagzünder auf 8 Meter. Öffnen das Rohr erneut und feuern nochmal ab. Setzen das wieder zurück. 600 Meter, das ist jetzt echt das Minimum. Also der eine Torpedo hat schon mal nicht funktioniert. Die Frage ist, ob er unten durchgelaufen ist und nicht gezündet hat oder so. Das wissen wir natürlich jetzt nicht. Wir nehmen jetzt mal einen mit... Hat er jetzt Aufschlagzünder genommen? Ich glaube ja, ne? Ich hoffe doch. Jawohl, Herr Kaloy. Neuer Kurs 140. Tja, aber irgendwie... Entweder hat das Boot beigedreht oder so. Irgendwie haben wir die beiden Torpedos verschossen. Ne, wir haben Herr auf jeden Fall beide nicht getroffen. Vorne um 10, hinten kommen auch auf 5. War da gerade eine Explosion? Ich habe eine Explosion gehört, aber ich glaube, es war nicht am Schiff. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich die Deckgeschütze wieder besetzen, oder das Deckgeschütz besetzen, wenn wir aufgetaucht sind. Erste Seewache sich klar machen. So. Und dann würde ich sagen, Seewache klar machen. Jawohl, Herr Kaloyn! Deckgeschütz besetzen. Jawohl, Herr Kaloyn. Kleine Fahrt voraus. So, dann werden wir dieses Boot
Jawohl, Herr Kaloin. Auf jeden Fall. Auf Rumpf zielen. Jawohl, Herr Kaloin. Feuer frei. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 193. So, hat er die richtig eingeteilt? Ja, hat er. Okay, es geht schon los. Jetzt wird hier aus kürzester Distanz gefeuert. Leider haben wir die beiden Torpedos daneben gesetzt, aber gut, das passiert. Ich hoffe nur, dass wir jetzt das Schiff tatsächlich auch mit dem Deckgeschütz klein kriegen. Ja, es ist eindeutig polnische Beflaggung. Hier sehen wir es nochmal ganz eindeutig. Oh ja, das war ein Treffer, genau, auf die Brücke. Nochmal. Brückenaufbau. Jawohl, Herr Kaloin. Auf Wasserlinie zielen. Jawohl, Herr Kaloin. Neuer Kurs 254. Ja, mal schauen, ob wir das Schiff zügig zum Sinken kriegen, denn wir haben natürlich nicht unendlich Munition dabei. Wir können mal gerade schauen. Oh, da gab es auch eine Explosion hier, das Schiff fängt an zu brennen, sehr gut. Oh ja, da scheint explosive Ladung dabei zu sein. So, wir gucken mal bei der Munition hier. Deckgeschütz. CB... PB ist Panzerbrechen, 40. Explosiv haben wir 126 Schuss dabei. Ich weiß nicht, ob das die aktuelle Menge ist. Genau, 125, also noch sehr, sehr viel. Okay, das ist also kein Problem. Boah, das hat aber schon Löcher, das Schiff. Das kann doch eigentlich nicht mehr lange dauern. Jawohl, Herr Kaloin, ein Drittel Fahrt voraus. So, ein bisschen schneller dürfen wir allerdings schon, das war... das Schiff gewendet bekommen, aber es ist schon zerstört. Schön. Ah, ihr seht auch hier, hier wird ein Notsignal abgeschossen. Auch dieses Fischfabrikschiff haben wir erfolgreich versenkt. Sehr schön. Das sind natürlich noch leichte Übungseinheiten hier in der Ostsee. Aber wichtig, dass wir dem Feind hier direkt Schaden zufügen. Auch das Schiff sinkt sehr, sehr schnell, wie es aussieht. Oh ja. Direkt explodiert. Jawohl, okay. Herr Kaloin. Gehen wieder auf Kurs, Herr Kaloin. Genau, wir gehen wieder auf den festgelegten Kurs. Und jawohl, zwar Herr mit Kaloin. Großer Fahrt voraus. Wir müssen ja immer noch patrouillieren hier in unserem Zielquadrat, Planquadrat. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch durchführen. So. Ich muss mal gucken, ob ich die Folge nicht doch irgendwie in mehrere Teile aufteile. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr lang geworden. So, wir haben einen neuen Funkspruch bekommen. U-Boot-Kriegsführung wird nach internationalen Regularien fortgeführt. Solange Angriffe gegen die Handelsschifffahrt vom London Submarine Protocol Artikel 22 verifiziert wurden, sind Angriffe gegen Schiffe, die laut Protokoll ohne Warnung versenkt werden dürfen, zu bevorzugen. Dies sind Truppentransporter, zum Beispiel Schiffe, die offensichtlich zum Truppentransport benutzt werden. Naja, was sind denn jetzt Truppentransporter offensichtlich? Na egal, ich will das gar nicht hinterfragen. Oder auf anderem Wege identifiziert werden. Jedes Schiff, das von feindlichen... ja, kann ich jetzt irgendwie hier durchscrollen oder so? Warte mal. Da gab es hier... ja, auf jeden Fall gibt es hier verschiedene Protokollarien, aber die kann ich jetzt, glaube ich, nicht durchscrollen oder so. Schade, schade. Wir können aber einen Statusbericht senden. So, Torpedos nur noch 12, zwei versenkte Frachter, Tonnage geschätzt 7200. Das ist ja schon mal nicht schlecht für die erste Feindfahrt, dass wir hier tatsächlich so viel geschafft haben. So, jetzt gucken wir uns mal unsere Besatzung an. Erstmal haben wir hier unseren Oberfähnrich zur See, Peter Lütjens. Der braucht allerdings Ersatz, den er aber nicht hat. Deswegen wird er jetzt einfach in den Bugraum geschickt. Nicht genug Besatzung an den Dieseln, Herr Kaloin. Genau, deswegen müssen wir jetzt gerade mal ein paar Leute ersatzweise hier in den Maschinenraum stellen. Auch unser Flakschütze hier, Gustav Wittlich, ist dabei. Und ein paar Mannschaften werden die Marte hier unterstützen.
um die Diesel fit zu halten. So, und dann nehmen wir auch den letzten hier raus. Aus dem Hecktorpedoraum. So, tauschen wir auch aus. Funk und Sonar. Haben wir hier schon zwei Leute sitzen, die sind auch inzwischen relativ durch. Die ersetzen wir hier auch mal. Ach ja, genau, jetzt müssen wir natürlich wieder unsere Besatzung hier nochmal ans Deck rufen. Jawohl, Herr Kaloin. Seewache. Die Seewache. Genau. Und dann hat er wieder Pause hier. Die Seewache geht wieder auf Brücke. Die ist noch relativ fit. Bis auf er hier. Er bräuchte auch mal Pause. Er geht hier im Heckraum ausruhen. Das heißt, wir sind natürlich jetzt auf der Brücke ein bisschen... Ja. Ein bisschen weniger gut unterwegs. Außerdem müssen wir hier unbedingt im Bugtorpedoraum Torpedos nachladen. Und zwar nicht zu knapp. Da brauchen wir einige Mann für, um die schweren Aale nachzuladen, die wir hier verschossen haben, die zwei Stück. Vielleicht können wir hier den Torpedoschützen dafür ganz gut nehmen, um ihn dann gleich auch auf die Brücke zu stellen. So, wie sieht es denn überhaupt aus mit den Torpedos? Nee, du nicht. Nein. Ach, wir haben gar keinen. Ach ja, wir haben ja gar keinen Waffenoffizier so lange hier. Können wir gar nicht nachschauen, ne? Wie das mit den Torpedos ist. Ja, dann müssen wir uns eben gedulden. Oder wir nehmen unseren Navigationsoffizier. Geht das überhaupt? Den LI? Können wir den einfach hier rausnehmen? Ja, theoretisch ja. Genau, die werden nachgeladen. Das dauert jetzt aber lange. 11 Minuten 20 noch und dann der andere muss dann nachgeladen werden. Das kann man also nicht alles gleichzeitig machen. Das wird jetzt also noch eine kleine Weile dauern. So, wir haben Funkspruch erhalten über den Statusbericht. Ach doch, hier wurde weitergeführt die Meldung. Die geht über mehrere Funksprüche. Jedes Schiff, das von feindlichen, und dann geht das hier weiter... Ah gut, das ist hier ein bisschen unterbrochen. Drittens, Schiffe, die an feindlichen Operationen teilnehmen oder direkt an Angriffen teilnehmen. Zum Beispiel Schiffe, die das englische Funksignal für U-Boot-Sichtung SSS senden. Beteiligung an Operationen gegen feindliche Schiffe ist auch erlaubt, wenn klare Absichten des Gegners erkennbar sind, die darauf zielen, das U-Boot anzugreifen oder deren Standort zu melden. Diese Vorgehensweise ist in Abstimmung mit den Regularien der deutschen Kriegsmarine entstanden. Diese Befehle, kriegen wir gleich noch ein... Vielleicht noch ein Funkspruch wahrscheinlich. Warten wir mal, wann der kommt. Oder ob der kommt. Vielleicht geht der auch unter. So, Rohr 1 ist feuerbereit. Noch ein Funkspruch erhalten. 1423. Saubere Arbeit, machen Sie weiter so. Sehr schön. Der andere Funkspruch wurde aber hier nicht weitergeführt. Ich glaube, der wird irgendwie falsch umgebrochen oder so. Ein bisschen schade, dass wir diese langen Nachrichten nicht komplett lesen können. Weil das natürlich historisch auch sehr, sehr spannend ist, ne? So, warten wir noch auf Rohr 2. Ja, ihr seht also, das dauert einige Minuten, bis man diese Rohre entsprechend nachgeladen hat. So, jetzt können wir hier wieder den LI einsetzen, den Wachoffizier jetzt auf die Brücke. Da ist er nicht ganz so fähig, aber das muss jetzt eben ausreichen. Und der Bugtorpedoraum kann wieder geräumt werden, denn wir haben beide Torpedos bereits nachgeladen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit, gucken wir nochmal hier rein, mit den Reservetorpedos. Ach, die könnten wir jetzt unten reinladen, ne? Hier, genau. Könnten wir jetzt schon mal hier verladen. Wird vorbereitet zum Laden. Ja, dann müssen wir natürlich wieder, dann müssen wir natürlich wieder ihn hier reinholen und die anderen Leute. Das ist also ein bisschen Micromanagement im dritten Teil noch gewesen. Da bin ich bei U-Boot mal sehr gespannt, ob sie da nicht irgendwie das Ganze flexibler und automatischer machen lassen. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. So, und jetzt können wir mal gucken, wie lange das wohl dauern würde. Ah, eine Stunde. Na gut, müssen wir eine Stunde warten. Viel, viel Arbeit. So ein Torpedo. Ich bin mir auch nicht sicher, wo der genau an Deck gelagert wird, weil da eigentlich gar kein Platz ist. Aber irgendwie haben die das hinbekommen, dass man den relativ zügig von Deck in den Bug laden konnte. Zumindest einen einzigen Torpedo vorne und hinten jeweils. So, und dann müssen wir... War das jetzt schon ausreichend? Jawohl, Herr Kaloin. Nein!
Nee, nicht Ziellösung auf Karte. Verklickt. Wollte ich nicht. Wollte hier rein. So. Ja, der Torpedo ist hier rein verladen worden. Perfekt. Damit können wir also ihn hier auf die Brücke schicken und die anderen hier auch entsprechend wieder ruhen lassen. So, leider kann man die, glaube ich, mit Doppelklick oder so nicht verschieben. Das würde man heute auch alles ganz anders lösen von der Steuerung her. Das ist sehr, sehr fummelig. Aber hin und wieder muss man seine Leute eben ein bisschen einteilen. Okay. So, der LI kann wieder LI sein. Am Sonar und Funk sind die noch relativ fit. An den Dieseln auch. Sieht alles ganz hübsch aus. So, und die ruhen sich natürlich jetzt aus mit ihrer schwachen Ausdauer. Okay, liebe Leute. So, da können wir jetzt hier auch mal ein bisschen schneller ins Patrouillengebiet einfahren. Es gibt schon wieder, ja, ihr merkt, es gibt lauter Funksprüche hier. Ja, Frankreich befindet sich seit heute 17 Uhr im Krieg mit uns. Defensive Aktionen gegen französische Kriegsschiffe und Frachter sind erlaubt. U-Boote dürfen keine Schiffe unter französischer Flagge aufbringen oder angreifen. Selbstverteidigung erlaubt. Ja, also man will hier Frankreich nicht direkt vergrätzen. Auch sehr interessant. Und noch ein Funkspruch. Verdammt, Axt im Wald, nur Funksprüche und ich hau mein Mikro hier an. Ich weise darauf hin, dass auch alle Schiffe des United Kingdom als feindlich anzusehen sind. Räder. Großadmiral Räder, okay. Also ihr seht schon jede Menge Funkbetrieb hier. Nun denn. So, es wird Nacht, es wird dunkel. Und wir können jetzt hier eine Patrouillenroute in AO91 festlegen. Es ist jetzt, wie viel Uhr? 20:38, das heißt 24 Stunden müssen wir patrouillieren. Das ist unser Auftrag. Dann werden wir hier mal... Na, werden wir so weit nach Norden driften? Ich glaube nicht. Wir werden mal relativ weit im Süden hier bleiben. Mal schauen, ob wir hier vor der... Naja, vor der Küste ist es auch schon nicht mehr, aber hier relativ nah bei vielleicht den einen oder anderen polnischen Frachter oder vielleicht sogar einen Tanker oder sowas aufbringen können. Mal sehen. Neuer Funkspruch, Herr Kaloin. Und noch ein Funkspruch. 20:01, es geht munter weiter. SOS Attack, Sinking, 5644 Nord, 1405 West, SS Athenia. Ja, da wurde das Schiff Athenia angegriffen. Ein Ereignis, das die Kriegsmarine nicht gerne gesehen hat, denn da gab es einen, soweit ich das in Erinnerung habe, glaube ich, eine falsche Einschätzung der Lage durch einen U-Boot-Kommandanten, der dieses Schiff angegriffen hat, das eigentlich ein Zivildampfer ist und eben keine kriegswichtigen Güter geladen hatte, sondern jede Menge, ich glaube auch amerikanische Passagiere, wenn ich mich richtig erinnere. Ich müsste es aber nochmal nachschauen, was es mit der Athenia auf sich hatte. Das hat natürlich beim Standing der deutschen Kriegsmarine jetzt in diesen ersten Kriegstagen auch nicht unbedingt geholfen und zeigt auch, wie problematisch diese ganze Geschichte rund um die Prisenordnung ist. Denn versuch mal nachts irgendwie ein Schiff eindeutig zu identifizieren, die Beflaggung, den Schiffstyp, wer da jetzt was drauf geladen hat oder ob das einfach nur ein Passagierdampfer ist, denn auch Passagierdampfer werden ja zunehmend als Truppentransporter eingesetzt und so weiter und so fort. Alles sehr, sehr kompliziert. So, letzten Wegpunkt haben wir erreicht. Dann werden wir jetzt mal einen kleinen Zickzackkurs durch den Planck-Quadranten fahren. Das schauen wir mal. Das dauert auf jeden Fall mehr als einen Tag. Mal gucken, vielleicht sparen wir uns den letzten Zinken hier oben. Dann sind wir nämlich ungefähr einen Tag hier unterwegs. Dann haben wir unser Patrouillensoll erfüllt und immerhin zwei Schiffe bisher versenkt. Ist also gar nicht mal schlecht als Ausbeute. Ja, hier oben haben wir übrigens noch schön auch von der Mod einige Karten dabei.
Also sowohl hier einige Karten für die späteren Geleitzüge, ist natürlich jetzt eigentlich ein bisschen früh, die wir hier rausziehen können. Wir haben hier Umrechnungen von Minuten und Stunden und so weiter, Knoten in Meter pro Minute. Man hat hier Minenfelder eingezeichnet von verschiedenen Häfen, was sehr, sehr wichtig war, um die eben zu vermeiden. Also all solche Geschichten. So, U24 Rückmarsch zur Basis, Minenoperationen nicht durchführen. Ja, genau, das ist auch noch so ein Aspekt. Einige U-Boote, ich bin mir nicht sicher, U24, war das ein Typ 9 U-Boot? Kann ich euch jetzt genau nicht mehr sagen. Im Übrigen, ja, so sieht das Meer manchmal auch aus, insbesondere im Atlantik dann. Sehr, sehr stürmisch. Jetzt kann man natürlich das Deckgeschützen nicht mehr benutzen im Zweifelsfall. Und auch Seeangriffe werden sehr, sehr schwierig werden. Und wir fahren natürlich nur noch mit 10 Knoten, denn der Seegang ist schwer. Ja, also da gab es diverse Minenoperationen. U-Boote waren teilweise auch als Minenlege-U-Boote ausgerüstet oder halt auch schon so hergestellt worden, um Häfen der Briten zu verminen, um dort auch entsprechend Handelsschiffe zu versenken über Mineneinsatz. Das hat zum Teil sogar mäßig erfolgreich funktioniert. Zum Teil war das aber auch eine, aus Dönitz-Sicht, eine Verschwendung der U-Boote, weil in dieser Operation natürlich keine Torpedos entsprechend laden konnten und für den eigentlichen Einsatz nicht zur Verfügung standen. 12:01 Uhr. Das war das war 10:01 Uhr und 2 Stunden später. Auf Anordnung des Führers zunächst, glaube ich, keine Feindhandlungen gegen Passagierschiffe, auch wenn im Geleit. OP-Befehl gegen Handelsschiffe bleibt in Kraft. Ja, okay. Also das war wahrscheinlich die Reaktion auf dieses Athenia-Unglück. Passagierschiffe ganz problematisch. Und deswegen direkt Befehl vom Führer hier. Da fühlt er sich dann auch mal bewogen, direkt die Wogen zu glätten sozusagen. So, wir gehen mal auf die maximale Geschwindigkeitsstufe. Junge, Junge, schon wieder Funkspruch einige Stunden später. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, die aus Schlesien und südlich vorrückenden Truppen dringen nördlich der Hohen Tatra und südlich des Industriegebietes mit starken Kräften dem aus Krakau zurückweichenden Gegner nach. Ostwärts Pleis, ich weiß nicht, wurde der Weichselübergang erkämpft. Nördlich des Industriegebietes folgen unsere Truppen dem zurückgehenden Feind über die Linie Konipol-Kamjensk und über die Warta nordöstlich Wilun. Im scharfen Vorgehen haben sie sich Sirats auf 20 Kilometer irgendwie angenähert oder so. Das ist hier dieses Norddeichradio. Ich bin mir nicht sicher, ob das historisch irgendwie verbrieft ist, ob sowas über den Marinefunk gegangen ist. Aber klar, solche Nachrichten konnten die theoretisch natürlich auch empfangen, wenn sie denn wollten, um über das Kriegsgeschehen auch in Kontakt zu bleiben. So, jetzt gucken wir mal, ob unsere Ziele erfüllt sind. Das sehen wir hier unter K. Oder? Logbuch? Statusbericht, das ist Funkspruch. Oh, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, wo das war. Stationen... Missionsbefehle war F8. Okay. Da musste ich hier mal reingucken. Okay, 24 Stunden lang patrouillieren wurde abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt Kurs setzen zurück auch auf Stralsund. Hier südlich von Bornholm. Fahren wir wieder ein. Und werden hier wieder einfahren und nach dieser ersten Feuertaufe sozusagen, die wir mit unserem Boot hoffentlich dann abgeschlossen haben werden, wenn jetzt nichts mehr schief geht, werden wir natürlich uns dann entsprechend in die 7. Flottille bei Kiel verlegen lassen, hier in die Kieler Bucht, um von dort aus die weiteren Feindfahrten durchzuführen. Okay. Ja, ich hoffe, das Ganze macht euch hier viel Spaß. Ich finde das super, super spannend. 4:25 Uhr. Jetzt haben wir U32. Minenoperationen im Quadranten BF31 nicht durchführen. U-Boote, die Enigma-Geräte an Bord haben, dürfen nicht durch den Ärmelkanal laufen
umrunden sie Großbritannien und fahren sie ihre Minenoperation in Quadrant AM98, führen sie ihre Minenoperation im Quadrant AM98 durch, Führer der U-Boote. Ja, also wir sehen schon hier, da wurde, glaube ich, auch eines der Boote im Ärmelkanal nämlich aufgebracht. Und die Briten sind, glaube ich, um ein Haar damit auch an eine der Enigma-Maschinen gekommen. Und das ist eine große, große Gefahr für die deutsche Kriegsmarine, entsprechend jetzt auch schon in den ersten Tagen. 10 Uhr. Britischer Dampfer Bosnia, 2400 britische, Bruttoregistertonnen versenkt. Prien. Ja, der wird noch ein bisschen mehr versenken hier zu Beginn des Krieges mit U-47. War das U-47 oder U-48, was er gefahren ist? Ich dachte, es wäre U-48 gewesen. Egal. Auf jeden Fall ein ganz bekannter U-Boot-Fahrer mit unglaublich viel Tonnage nach einem Jahr, der auch in Scapa Flow eingedrungen ist im Oktober 39 und die Teile der britischen Home Fleet angegriffen hat. Also ein kleiner Teil älterer Schiffe wurden zurückgelassen insbesondere und der Träger Courageous, den er dann auch angegriffen und versenkt hat im Hafen, was ja dann auch propagandistisch sehr ausgeschlachtet wurde. So, have picked up survivors from SS Bosnia, SS Eidanger. Das könnte ein norwegisches Schiff sein, bin mir nicht ganz sicher. Okay, alles klar. So. Neuer Funkspruch, Herr Kaloyn. Und noch ein Funkspruch, das ist ja hier, geht ja richtig rund. Britischer Dampfer Royal Scepter, oder Spectre, nee, Scepter soll es heißen. 5000 Bruttoregistertonnen versenkt von Schulze von U48. Okay, dann ist das U48. Der hat, glaube ich, auch einiges versenkt. Überhaupt, die wenigen U-Boote, die jetzt hier im Atlantik operieren, haben extrem erfolgreich in der ersten Welle hier operiert. Also wirklich einiges versenkt. Funktelegramm über Kontaktempfang. Neutrale Einsatzgruppe Planck-Quadrat AO91. Ja, da waren wir jetzt. Ist aber eine neutrale Einsatzgruppe, also entweder ein schwedische Schiffe oder ähnliches. Damit haben wir sowieso nichts zu tun. Oder dänische Schiffe. Geschwindigkeit von 5 Knoten. Aber das macht nichts mehr. So, noch ein Funkspruch. Meldung des B-Dienstes erstmal. Achso, das ist hier der Schiffsverband. Und der Funkspruch. Ja, das Oberkommando der Wehrmacht gibt erneut bekannt. Im Süden wurde im scharfen Nachdrängen die Verfolgung der polnischen Truppen auf Krakau fortgesetzt. Der Skawa-Abschnitt bei Wadowice überschritten, weiter nördlich Jaworzno genommen. Überstürzt räumt der Feind das ostoberschlesische Industriegebiet. Bei Siracz wurde der Übergang über die Warte erzwungen. Also ihr seht schon, die Erfolge, die stellen sich jetzt hier ein. Und man rückt unaufhaltsam vor. Wir kriegen jetzt einen Kontakt, kleiner Geleitzug sogar, Planck-Quadrat AO38. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir diesen Geleitzug noch angreifen hier auf dem Rückweg? Denn der liegt ja nun sehr, sehr nah bei uns bei, ist auch relativ langsam unterwegs. Aber ich würde sagen, das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Das soll erstmal reichen. Unsere erste Feindfahrt ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber wir werden dann zum nächsten Mal gucken, ob wir hier diesen Geleitzug angreifen. Und da könnt ihr sicherlich auch wieder drauf gespannt sein. Da gibt es dann auch wieder einen kleinen Story-Einwurf von mir. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das Ganze A, informativ, aber auch irgendwie interessant. Meldet mir das gerne zurück. Denn ja, so ganz viel ist noch nicht hier passiert. Es ist die erste Feindfahrt, aber durchaus sehr, sehr spannend. Und meine Güte, haben wir eine raue See nach wie vor hier. Uiuiuiui. Ist ja eigentlich Mondlicht? Das ist so hell. Wie spät ist es denn? Na gut, 20.31 Uhr. Und es stürmt und donnert und gewittert. Eieiei. Okay, und wir tauchen unter Wasser. Gut festhalten. Ja, eigentlich müssten wir jetzt schon hier in Ölsturmkleidung hier rumstehen. Aber das haben die Kollegen hier noch nicht ganz mitbekommen. Okay, liebe Leute. Also, jawohl, Herr Kaloyn. Damit werde ich jetzt... Seerohrtiefe. Nein, nein, ich wollte Pause drücken. Verdammt. Auftauchen. Und Chaos. Okay, nun gut. Warum nicht einfach mal Seerohrtiefe? Ein bisschen Übung muss ja zwischendurch auch mal sein, dass die Crew hier ein bisschen fit gehalten wird.
lässt der Seewache sich klar machen. Oh Mann, ihr merkt auch hier schon, wie das Boot sich dreht und windet. Das ist also wirklich ganz, ganz unangenehm hier. Na gut, liebe Leute, das war's erstmal für jetzt, für heute. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal wieder hören auf dieser ersten Feindfahrt, wo wir möglicherweise schon bald einem kleinen Geleitzug begegnen, der anscheinend polnischer Natur sein muss, denn ansonsten haben wir hier eigentlich keinen Gegner mit Geleitzug. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.